Eine neue Runde im Geschwisterkampf. Welches Team wird siegen? Team Mario oder Team Luigi? Mario! Herzlich willkommen, das Mario Maker Team Duell geht in die zweite Runde. Schön, dass ihr da seid. Ja, gerade noch gebaut und jetzt schon wieder hier. Gerade noch gebaut, richtig. Ihr wart ja gerade schon alle da, also wer jetzt gerade erst im VOD einschaltet. Ihr habt die Live-Show verpasst, wo wir gerade ein schönes Level gebaut haben, genau, was wir später sehen werden, aber dazu später mehr. Wir spielen heute wieder Mario Maker 2 gegeneinander und wir haben ein bisschen dran rumgeschraubt, die Kategorie noch mal ein bisschen verändert im Vergleich zum letzten Mal. Wir haben eure Kritik gehört und da werden wir heute richtig tolle Skills sehen, allerdings nicht von uns, nein, sondern von unseren Teams. Juhu! Hallo, liebe Teams, Sie sind auch am Start, Sie sitzen dort motiviert wie eh und je. Und zwar in der linken Ecke von uns aus gesehen, Team Mario. Yay, Mario! Mario ist der Beste, hat gehört, dem gehört das Franchise, deswegen gewinnen wir hier natürlich, klar. Ausgezeichnet. Seid ihr gut vorbereitet? Seid ihr guter Dinge? Meint ihr, ihr habt die Jump-Skills drauf? Ja, auf jeden Fall. Also, das Ding ist. Das klingt überzeugend. Das Ding ist, das ist nicht so mein Genre. Ich finde das nicht doof, aber ich habe es noch nie viel gespielt. Das heißt, ich werde heute meine ersten Gehversuche machen, kann man sagen. Die allerersten? Ja, nee, ich habe schon mal A gedrückt und bin gesprungen und habe ein Level beendet, aber das ist 10 Jahre her oder so. Ja, ja, aber. Ich habe ein Level gebaut, aber ich habe es nicht gespielt. Ja. Ja, das ist meine Skills. Ja. Das reicht. Es reicht, glaube ich, aus. Das reicht, das kriegen wir hin. Vor allen Dingen, weil Team Luigi hat ja nichts drauf. Also du darfst dein Team natürlich ich bin gespannt. Ich hoffe, mein so Team, Team Luigi. Nein, ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher, dass Team Luigi hier ein bisschen mehr auf dem Kasten hat. Zumindest als Valentin behauptet. Stopp. Aber ich habe ja Sarah an meiner Seite und die hat es schon mal gespielt. Und die halte ich generell in solchen Spielen und überhaupt in Games für sehr, sehr kompetent. Habt ihr aus dem Haus gesehen? Ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Rate mal, mit wem Sarah das letzte Mal gespielt hat. Ja, das ist richtig. Ja, stimmt. Und jetzt ist das zum Duell geworden. Ja, Zeit für ein Duell. Was ist passiert? Warum bist du nicht mehr hier? Ja, ich habe ein besseres Angebot bekommen. Von Team Luigi. Luigi ist sehr wohlhabend. Meine Social-Media-Reichweiten sind gestiegen, exponentiell. Deshalb ist jetzt Team Samegor dran. Müssen wir nochmal drüber reden, dass das der Teamname ist, aber ja, klar. Also im Forum war es, glaube ich, Sagor. Hm. Weil Team Gram wäre ein bisschen doof. Hätte ich nicht. Gut, der Gag hat den Forum auch nicht gezündet. Also. So. So. Aber grundsätzlich merke ich schon, die Stimmung kocht. Wir werden auf jeden Fall rausfinden, wer beim letzten Mal das Team nach vorne gebracht hat, wo sich Team Mario vom letzten Mal aufgespaltet hat. Naja, aber die sind halt auch immer noch da. Ne? Ja, die anderen trauen sich schon nicht mehr her. Okay. So. Ihr seid bereit, wir machen noch einen, gucken uns noch einen kurzen Spot an und dann finden wir uns hier für Runde 1 wieder. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. Da sind wir wieder und starten ein mit Runde 1. Ja. Runde 1 hat sich aus dem letzten Mal rüber gerettet. Wir spielen noch einmal die Endless Easy Challenge. Ganz genau. Und zwar wer in? In einfach. In einfach, genau. In einfach, wer in 30 Minuten mehr Level abschließt. Wir machen das ganz schön zum Reinkommen. Die Easy Level sollte keinen vor große Herausforderungen stellen. Das schafft sogar Valentin. aber ja, das ist das Prinzip. Ihr habt auch wieder Joker am Start, die ihr einsetzen könnt. Das dürft ihr nicht vergessen. Die sind in den Endless-Runden auch von Vorteil. Was sind denn das für welche? Sag das nochmal für mich. Wir haben 5 verschiedene Joker. Ihr könnt einmal, wenn ihr möchtet, 3 Minuten Skip-Verbot fürs andere Team aussprechen. Genau, denn Skippen ist grundsätzlich komplett erlaubt. Genau. Ihr spielt zufällige Level, die einfach aus dem Internet generiert sind. Also zufällige Level. Ihr könnt sagen, oh, das gefällt mir nicht, das sieht man schon am Anfang, das will ich vielleicht nicht, dann könnt ihr das wegskippen. Da gibt es auch keine Regel, wie häufig ihr das macht. Das könnt ihr einfach die ganze Zeit machen. Aber mit dem Joker könnt ihr sagen, das gegnerische Team hört jetzt auf zu skippen und quält sich durch das Level, was sie eigentlich wegskippen wollen. Das könnt ihr machen. Dann haben wir noch 3 Minuten könnt ihr Hilfe von einem eurer Teamcaps einfordern. Also Matthias oder ich kommen dann zu unseren jeweiligen Teams und übernehmen den Controller für 3 Minuten.
Dann, was haben wir noch, Matthias? Dann haben wir was das gegnerische Team noch ein bisschen mehr behindert. Ja. Wir haben die Handschuhe zurückgebracht, auf vielfachen Wunsch, dass das Team, das gegnerische Team Handschuhe anspielen muss, die spannend sind. Auf vielfachen Wunsch. Auf vielfachen Wunsch. Dann haben wir auch natürlich wieder die verbundenen Augen. Diesmal auch wirklich mit, man sieht nichts, nicht wieder zwei unterschiedliche Brillen. Auch da haben wir auf euch gehört. Deswegen, da wird ein Teammitglied die Augen verbunden und muss dann von dem anderen Teammitglied durchgelotst werden durch die Level für 3 Minuten. Und das Letzte, was wir noch haben, das ganze Team teilt sich einen Controller und die beiden spielen zusammen, jeder eine Hälfte in der Hand für 3 Minuten. Ja, das geht ja. Das kann man ja easy machen mal. Kriegt man mal hin. Für 3 Minuten. Ja, stark. Da wird man dann sehen, wie sehr die Teams dann schon eingespielt sind. Genau. Und der kleine Hinweis noch, diese Joker könnt ihr nur in der ersten Runde benutzen und später nochmal in der dritten. Denn wir haben auch nochmal ein bisschen was verändert zum letzten Mal, was die Runden angeht. Dazu aber später nochmal mehr. Das heißt, geizt nicht mit den Jokern, sondern denkt dran, die habt ihr und die sind auch da, um sie zu benutzen. Denn es bringt nichts, wenn ihr sie aufbewahrt. Die sind, resetten die sich für die dritte Runde? Nein, dass wir dann. Achso, alle? Okay, danke. Ja, okay, gut. Doch. Okay. Dann nutzt sie. Wird spannend. Ja, haut sie raus. Genau. Ich hab gehört, für das Skippen gibt's eine Sonder. Regelung verglichen mit dem ersten Mal. Der einzige Unterschied zum letzten Mal ist, dass wir, beim letzten Mal haben wir immer Pause, hatten wir die Taktik, dass Pause gedrückt wurde, um zu gucken, wie die Weltrekorde sind. Das würden wir jetzt unterlassen. Also bitte nicht mehr pausieren möglichst, sondern einfach spielen und so entscheiden anhand des Levels, ob man skippt, nicht mehr nach dem Rekord. Was ist, wenn ich einen Herzinfarkt habe? Dann darf ich pausieren, oder? Dann würde ich erst den Controller an dein Teammitglied weitergeben. Das heißt, und wenn Sam dann auch noch einen Herzinfarkt hat, dann würde ich Pause Das heißt ja, wenn jemand stirbt, dass man den Controller weitergibt. Das gilt aber für den Charakter und nicht von dem Typen an der... Sowohl als auch. Okay. Also gut, beide. Aber Punkt dazu auch trotzdem. Punkt dazu, ja. Also die Zeit läuft weiter. Ja, klar. Gut, aber harte Regeln. Soweit alles klar? Ihr weißt Bescheid? Ich muss jetzt noch mal fragen. Ja. Die Joker resetten sich nicht in der dritten Runde, oder? Doch. Das heißt, wir dürfen alle 5 in der ersten Runde und alle 5 in der dritten Runde benutzen? Würde ich jetzt erstmal so sagen. Ja. Geil, ne? Ja, dann kloppt müssen wir raus. Ja gar nichts mehr machen. Geil. Naja, ihr müsst ja dann aber trotzdem auch spielen. Mehrere Joker gleichzeitig geht natürlich auch nicht, ne? Das wird sonst kompliziert. ich glaube, dann haben wir alles geklärt. Also, ich bin bereit, ich bin gespannt. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir die aufbrauchen müssen. Team Mario, seid ihr bereit? Auf jeden Fall. Team Luigi? Jo. Yes. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Auf los geht's los. Wir machen einen kleinen Countdown, oder? Alle an den Controllern? Yes. Dann würde ich sagen, 3, 2, 1 und los. Let's go. Let's go. Also, denkt dran, ihr kriegt nicht die gleichen Level. Ihr kriegt alle jeweils zufällige Level. Das kann natürlich mal weniger oder mal mehr fair sein. Aber wir sind auf beiden Konsolen auf dem leichten Schwierigkeitsgrad und das ist erfahrungsgemäß. Da ist das auch wirklich gut. Human. Man sollte sowas mal lesen, diese Hinweise. Sammle alle Münzen, das ist nicht unwichtig. Das sind wichtige Hinweise, ja. Ja. Meinst du? Woher weißt du das? Ja, guck mal, Team Luigi hat direkt uns gegeben. Mhm. Ist da gar nicht schlecht, gar nicht verkehrt. Warum haben die schon wieder so ein Level direkt? Naja, sie ist ja voll geil. Also sie müssen auf jeden Fall ziemlich viele Münzen sammeln. Deswegen, und da ist jetzt immer die Frage, möchte man das machen oder sagt man, ich skippe es weg? Aber leicht heißt ja nicht unbedingt schnell. Nein, das stimmt. Ich bin aber schon zumindest froh, dass die Level funktionieren und wir gerade keine Internetprobleme haben wie beim letzten Mal. Ja. So. Beschrei es doch nicht. Ja, ich kann es ja nicht, also. Ne? Da war der ursprüngliche Gedanke, war schon gut von Sam. Die hat nämlich kurz, ich glaube, sie hatte eigentlich verstanden, dass sie sich gar nicht bewegen muss. Ah, und dann, zack, zack. Hat keine vergessen, keine Münze. Team Mario hat erste Level geschafft. Ja, ein Punkt. So, Führung und da werden wir bleiben. Nur automatisch unten drückst, wie du es halt. Genau, wenn ihr die Minustaste haltet, dann kommt der Countdown und ihr könnt was wegskippen. 1-0 für Team Mario. So, Strich, das bleibt. Was wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt haben, es gibt ja wieder das Finale, in dem dann Denzel und ich in Iron Bros antreten werden, genau. Also auf Normalschwierigkeitsgrad und mit nur einem Leben. Aber für jede gewonnene Runde aus den Vorrunden bekommen wir ein extra Leben. Ja. Ja, die Joker geben diesmal keine Skips, okay. Das hatten wir beim letzten Mal noch. Geschafft. Okay, sehr gut. Sondern einfach nur extra Leben. Sehr gut. Und Team Luigi, da ist der erste Punkt. Ja, aber. Dankbares Level. Team Mario hat halt auch schon, ne? Ja, ja. 2-1. Walle hat einen Punkt. Sehr gut, Walle. Hey, dann schon 2 Level abgeschlossen. Joker, die müssen mit Handschuhen spielen. Okay, los geht's. 3 Minuten lang. Da unterm Tisch.
Unterm Tisch. Gegeneinander. Bosskampf, warum kriegen wir nur so ein Kacklevel? Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden, steht da. Ja, oh, das ich? Klingt schwer. Ja, bei Team Sarah, hast du Valentin auch Handschuhe mitgebracht? Den Frosch, das ist ein Power-Up. Ist das ja? Ein Handschuh? Also, ja, okay. Also. Valentin, willst du dir auch noch ein paar Handschuhe holen? Da sind vier Paare. Und dann ja, einmal probieren wir. So, der Timer läuft bei Team Mario. Genau, los geht's. Also, ist den Frosch einsam. Ich finde, man kann ja ruhig mal ein paar Tipps geben. Oder? Ja, so ein bisschen. Das ja, das ich ja du bist doch unser Team. Ja, eben. Du musst uns Tipps geben. Ja, eben. Ja, aber ihr, das ist ja souverän. Genau so soll es sein. Das ist ja auch ein Zack, da ist das Ziel sehr easy, sehr einfach. Ach, was ist das? Okay. Sowas hat Team Mario gar nicht nötig. Ja, ja. Da mussten gerade einfach nur Münzen eingesammelt werden. Das sind normale jetzt, ne? Das hat länger gedauert, als da durchzuschwimmen. Aber Sarah rennt da durch. Ja. Trotz Handschuhe. Ja, später bei den Leveln keine Gedanken. So, zwei. Steht es 2-2 oder hat Mario schon 3? Ich glaube, sie sind im dritten Level erst noch. Jetzt müssten sie 3 abgeschlossen haben. Ja. First Force. Glaube ich wahrscheinlich auch der häufigste Levelname. Ja, 100%. Von erste Level, was ich gebaut habe. Ah, Sam braucht keinen Pilz. Da wird schon gerannt. Ich bin überhaupt nicht mehr drin. Dann schauen wir weiter. Gregor spielt jetzt blind. Gregor spielt blind. Gut, dann Gregor die Augenklappe auf. Ach, das heißt, Sam, du musst jetzt versuchen zu sagen, was... Ja. Okay, oh Gott. Es ist vielleicht nicht das einfachste Level für blind. Dann können natürlich auch immer noch skippen. Vielleicht skippt ihr es, ja. Ja. Okay, war das gut? Das war egal, wir machen. Ich höre nämlich nicht. Ja. Du hörst nicht. Ich empfehle euch, das Level wegzuskippen. Ich würde auch. So, da ist sehr viel Lava. Ach, mach das Level weg. Das ist ein guter Skip-Kandidat. Vielleicht wollen wir noch mal skippen. Ja, Darf ich skippen? Ja. Na, guck mal, Mario hat jetzt gerade mehr so ein Labyrinth-Level. Ja. Dann sagst du gleich an und ich versuch's zu machen, weil ich selber reagieren und reagieren bringt ja nichts. Thema und Kunst haben wir jetzt. Das okay, doch Kunst gut. Ist gut. Spannend, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo die rein hin müssen. Okay, wir haben bestimmt einen Schalter verpasst. Oh, wir haben Moment. Theoretisch. Brauchen wir den Yoshi? Wissen wir nicht. Hüpf mal. Ah, okay, spannend. Off-screen-Form. Lass ihn rennen. Weil sobald man getroffen wird, nutzt. Was ist das? Ja, ja, weiter. Nochmal hüpfen. Oh, das war haarscharf. Das war wirklich knapp. Okay, also erzähl mir was vom Level. Ja, wir können uns am Anfang Yoshi holen, was eigentlich gut ist. Den nehmen wir nächstes Mal mit und dann kommen da ganz viele so kleine schwarzen Stacheln, den wir ausweichen müssen. Okay, also. Spring mal hoch. Den roten am besten. Nee, warte, gerade bleiben, hoch. Und jetzt bist du auf Yoshi, geil. Okay. Und jetzt bleib mal noch ganz kurz unten. Ja, egal. Doch, warte, geh nochmal zurück. Doch, holt ihr euch. Ja. So, wir haben noch ein bisschen weiter nach links. Genau, und jetzt rechts, jetzt machen wir rechts. Und jetzt kannst du mit Yoshi am besten die ganze Zeit schießen, drüber hüpfen. Ah, scheiße, Yoshi ist weg. Egal, wir rennen weiter. Ah, wie viel kommen da denn noch? Weiter. Hüpfen. Scheiße. Nein! Ja, ganz schön lang. Ja. Ja, du bist leider tot. Fuck. Sind die 3 Minuten schon vorbei? Oh, nein, das macht nichts. Das macht nichts. Also, Game Over spielt keine Rolle. Genau, wenn jemand Game Over geht's einfach wieder rein. Neues Spiel. Achso. Nee, warte. Nintendo A. Okay. Ja. Nochmal A. Genau. Ah, das und die Zeit oben ist abgelaufen. Genau, die Handschuhe können ab. Team Mario, die Handschuhe dürfen abgelegt werden. Ich glaube, hat sich dran gewöhnt. Die ist, ja, ich glaube, Wobby spielt wahrscheinlich besser mit Handschuhen. Ja. Ja, müssen auch, weil das war ganz geil. Das war schon das Level. Ja, aber es gibt das mal. Also es kommt ein neues Level. Genau. Schon? Ja. Naja, egal. Mach den auch das Bild. Okay, wir machen bei denen auch mal, warte, nee, machen wir, weiß ich noch nicht. Nee, machen wir, wenn Sarah dran ist. Nee. Wie kann man denn das Level nochmal so? Minus gedrückt halten. Nur gerade auslaufen, scheiße, ja, hüpfen. Ach, fuck. Jetzt haben sie gespeichert und beendet. Das ist auch okay. Noch 35 Sekunden mit Augenbinde. Ja, das ist natürlich auch bockschwer. Und jetzt sind wir wieder okay, drückt du nochmal, bis es startet. Ja, wir sind wieder drin. Okay. Okay. Wir haben 3 und jetzt einfach ein Autolevel und hüpfen. Ja. Ach Gott, das ist so schwierig zu beschreiben, wenn du nichts sehen kannst. Macht mal einfach gar nichts. Ich glaube, wenn man gar nichts drückt, kommt man ans Ziel. Okay. Also nur bewegen? Einmal nach rechts bewegen. Vielleicht. Ja, genau. Vielleicht gar nicht mal das. Nichts machen. Einfach loslassen. Ich sehe, es rumbelt im Karton. Ja. Naja, nichts machen, ich glaube, so geht's. In 2 Sekunden darfst du auch die Augenbinde abnehmen jetzt. Vielen Dank. Ah. Oh, holy shit. Und durch. Boah, mit verbundenen Augen, Gregor, du Maschine. Nicht schlecht, ihr Menschier. Mit so einem Skill-Level, du. Huiuiui. Ja, Mario Maker. Ja. Der ist fast eingeschlafen, glaube ich. Und Mario da oben, Team Mario hat den nächsten Punkt. Haben wir auf dem Schirm, wie die Punkte sind? Ja, okay. Naja, unten waren wir jetzt, müsste jetzt Level 3 abgeschlossen sein. Ja. Und 2 von vorher. Und Team Mario müsste jetzt Level 5 sein.
blind, ne? Der Timer läuft hoffentlich. 5, okay. Der Timer startet. Oh, die drei Timer, genau. Ja. Da, die 3 Minuten. Ja. 30 oder so, so scheint. Ja. Also, Team Luigi hat noch 2 Punkte extra oben drauf. Plus das Level, was sie gerade gemacht haben. Ja, Team Luigi 2 Punkte hinten, aber hatte natürlich auch schon 3 Minuten. Hatte 3 Minuten schon die Augen verbunden. Ne? Ja, ja, das war ein super Level. Das war sehr gut. Sehr guter Level. Das ist aber auch ein sehr guter Level jetzt dafür. Ja, das ist jetzt auch nicht. Oh gut, das ist aber mit der Augenbrille eigentlich easy. Ja, jetzt muss er nur. Jetzt. Die haben und ja. Heiß, wieso kriegen wir und immer weiter? Das ist fast noch ja, so was wollen wir nicht. Glückliche Blind. Die mussten halt einfach nur einmal hochspringen. Willst du den anderen noch einen, besiege alle Bowser. Wir sind lucky, aber ich muss nicht weiter. Wahrscheinlich kriegen wir eine Feuerblume oder einen Stern. Ja. Das ist nur ein Bowser. Das könnte auch einfach nur unendlich ja, Power-Up sein. Okay. Ja. Sehr gut. Feuerblume gibt's auch noch. Hast du schon, du hörst es ja, genau. Mhm. Ihr müsst jetzt 3 Minuten an einem Controller zu zweit spielen, hier Team Luigi. Okay, bin ich im Level? So, und jetzt? Jetzt. Am besten die Feuerblumen nicht verlieren. Ah, da kommen unendlich neue. Also aus der Röhre kommen dann immer wieder neue. Laufen, laufen, laufen. 20 Schüsse braucht der große Bowser. Und jetzt irgendwie. Ich glaube, du hast es geschafft. Okay, Team Sarah Mario, ein weiteres Level abgeschlossen. I love it. Wir sind zu gut blind. Okay, und Team Luigi. Nein, ein blinder High Five. Wurde noch der andere Joker gewählt. So, jetzt ist es hier neu. Okay. Jetzt springt rein. Sehr gut. Jetzt Team Mario hat den Joker gewählt, dass ihr zusammen einen Controller nutzt, ne? Genau, sehr gut. Wie lange habe ich noch meinen Blind sein? Eins. Okay. Und ich sag dir an, wann du springst. Also Hälfte haben wir. Da bin ich gespannt. Zusammen einen Controller? Das ist schon mal hängt wieder ne, ganz davon ab, was für Level sie bekommen. Ja, voll. Kann sehr tricky sein. Und bei Team Mario, denkt an die Clear Condition. 10 Münzen sammeln. Warte mal, der Timer startet jetzt. Da ist er. Ja. Okay. Kurz und knackig. Und knackig. Das ist gut. So, jetzt langsamer vielleicht laufen. Besten, ja, am besten. Oh, das ist aber ein kompliziertes Level. Ich glaube, das würde ich fast skippen bei Team Mario. Okay. Oh, geil, ey. Oh, da ist auch viel los. Für verbundene Augen. Bei Team Luigi. Oh, Team Luigi. Oh, das ist auch sehr spannend. Fuck. Ja, da ist viel los. Wollen wir den skippen? Ja. Ah, okay. Ja. Dürfen wir skippen? Ja, klar dürft ihr skippen. Ich würde es sogar auch empfehlen. Ja. Ja. Ah, okay, Team Mario hat gerade 4 von den 10 am letzten Sinn. Ich würde das trotzdem skippen. Jetzt ja. 4 von 10, aber... Weitere Röhre? Vor allem, da hätten wir wahrscheinlich so Walljumps und anderes. Sind ja gut dabei. Jetzt, sollen sie mal versuchen. Fuck, hey, was ist das für ein Rätsel-Level? Jetzt bist du wieder am Anfang. Sammle alle 132 Münzen. Es können natürlich auch 50er Münzen sein. Also rennen. Wir gehen mal rein. Stimmt. Jetzt auch. Ja, es hat geklappt. Okay. Cool. Okay. Ja, sie haben die Münze verpasst. Das war echt. Das wird, glaube ich, so nichts. Okay. So. Also, wo ist aber wollen wir nicht erst einmal. Also ich weiß nicht, ob ihr das nicht vielleicht skippen wollt, Team Mario. Ich muss aber nur noch 10 Sekunden gucken. Ja, aber ich glaube, okay. Baller. Wir lassen es nicht skippen. Nicht skippen. Hast du sonst jetzt nicht irgendwas? Nee. Ganz gut. So, noch 2 Sekunden, dann könnt ihr die Augenbinde abnehmen. Und Augenbinde weg. Augenbinde ab. Oh shit, oh shit, oh shit. Wow, du hast aber perfekt um den Spidey. Oh wow, schon wieder! Krass! Egal. Skillshots. Ja, das war wirklich Skillshots. Ja, jetzt erstmal wieder Helligkeit. Ist so? Na, es ist so hell gerade. Ja, scheiße. Richtig gut, wir haben bestimmt mehr. So, gleich sind wir bei 130. Das haben wir doch. So, vorsichtig, aber vorsichtig. Warte. Weiß nicht, wann. Auf 3 springst du. Okay, 1, 2, 3. Gestorben. Achso, bin ich gerade gestorben. Naja, ich bin noch während der. Genau, aber das. Okay. Springen? Die Challenge geht. Jawohl, sehr gut. Oh, nice. Treffer. Chaka. Das ist halt einfach sehr gut. Die Challenge war nur für mich. Wie lange müssen wir noch? Ich dachte, ich wäre noch in der Challenge Time. Eine Minute ist es noch, oder? 1 Minute 15 müsste noch gemeinsam am Controller sein. Ja, gut, bis das Halbzeit quasi nicht geladen hat. Gut, dass du wieder 1-1 fast. Na, schade. Okay, leider. Ja, das gibt's eigentlich auch super häufig bei Erleicht, ne? Drück auf. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste nicht, dass der wirklich möglich ist. Oh, come on. Los. Ah, er lädt und richtig lang. Lange. Also ich so. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Oh nein. Man darf ihn, du darfst ihn quasi fast lädt wirklich nicht. Ja, das Internet funktioniert wieder nicht. Hey, come on. Dem auch nicht. Gibt's doch nicht. Warum ist das denn immer so? Den come on. Team Mario, mach mal kurz Pause, bitte. Was? Einmal kurz Pause machen, bitte. Team Luigi hat Verbindungsprobleme. Ach so, okay. Oh, okay. Aber warum? Seltsam, ich verstehe es auch nicht. Hm. Ja gut, dann machen wir kurz eine Verschnaufpause. Einmal kurz das Spiel einfach neu starten. Das hat beim letzten Mal ganz gut geklappt. Okay, wenn die jetzt noch, mich blind spielen lassen? Ja. Mann! Okay. Es hat bis dahin so gut funktioniert. Das sozusagen zweimal für jede Person. Hoffen wir, dass wir es schnell wieder reinkriegen. Achso, ah. Nein, entschuldige. Also bei der anderen Konsole hatte ich auch noch nicht das Gefühl, dass, also hier habe ich es ab und zu schon immer mal ein bisschen länger geladen. Welcher? Bei der anderen Konsole eher nicht. Okay, also man müsste der seine Person sozusagen, das wollte ich nur sagen. Nee, dann ist alles gut.
Das Internetkabel ist drin. Wir haben es natürlich alles verkabelt. Das ist hier, es liegt nicht am Internet. Wie man ja auch sieht, das andere Team spielt ja auch. Ja, so ist es. Ärgerlich. Hatten die Handschuhe schon? Nee, ne? Wir hatten nur die zwei Sachen schon. Mhm, ich glaube schon, ja. Keine Ahnung. Ja. Internet selber und Internet. Okay. Das ist live, das ist Entertainment. Ja. Und ihr seid live dabei. Wir hatten also Handschuhe. Ja, die beiden. Genau, dann machen wir jetzt das. WLAN-Kabel ist eingesteckt, wir haben extra nochmal 20 Meter nachgelaufen. Ja. Oder ich gucke gleich mal, was die so vielleicht so, nehmen. Genau, jetzt einmal L und R drücken. LR. Jetzt gleich wohl. Vorne L und R, okay. Spielen aus aller Welt. Das scheint soweit. Endlos. Warte. Fortsetzen. Ja. Okay, jetzt können wir zu gehen. Oder sieht man das jetzt Start? Links noch? Und da geht's wieder. Gut. Cool. Dann, wenn sie im Level sind, würde ich sagen, kann auch die Mario wieder. Wir können auch noch 999 Münzen. Wir können auch noch schnell warten. Wir haben es ja erst nicht gecheckt. Ja, ein paar Sekunden gucken, wenn das am Level drin ist. Ihr müsst nichts tun. Das ist wieder ein Auto. Okay, dann würde ich sagen, Team Mario, ihr dürft auch wieder. Das ist ihr müsst nichts machen. Okay. Die Frage ist, wie lange dauert das? Ne? Das kann eine Weile dauern. Jetzt haben wir schon committed, verdammt nochmal. Ja, gut. Wir haben es gelöst. Naja. Das ist eure Entscheidung. Ne? Was ist das? Wir sind jetzt bei 62. Ja, es könnten natürlich auch gleich 50er Münzen kommen. Kann eine Weile dauern. Wenn sie da sogar den. Okay. Ja, hier können wir. Ja, so. Naja, das dauert zu lange, würde ich auch sagen. Sind wir eigentlich noch schon durch mit 3, uns? 3, 2, 1 und Joker ist durch. Ihr dürft wieder. Ich glaube, ich hatte den letzten Mal, ja. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich den hätte töten müssen. 999, wer macht denn sowas? Ja. Kann sein. Lauf durch einfach. Egal, jetzt. Haben wir noch mitgenommen. Genau, ich denke, da muss man einfach nur durchlaufen. Ja, wahrscheinlich einfach durchlaufen. Knapp wird, können wir sagen. Wir haben wenig von durchlaufen. Aber Controller weitergeben, nicht vergessen, ne? Achso, weitergeben. Ich würde jetzt mal mit dem Schmerz anfangen. Mhm. Ah, okay. Weiter mit A. Das ist auch ein sehr anspruchsvolles Level. Ja, nein, ah, das war jetzt. Okay. Okay. Sehr gnädig. Ja, das extra Leben kann ihr nicht schauen. Ihr braucht das ja. Ja, natürlich, natürlich. So, Team Mario hatte schon wie viel Level? Das waren ja schon 10, oder? So, die anderen müssen jetzt mit Handschuhen spielen. Das habt ihr noch nicht, ne? Das ist richtig. Ja. Sam, jetzt mit Handschuhen? Okay, Handschuhe an und oben sehen wir Low Gravity. Müssen wir denen noch was geben? Haben wir oh, ein 3 Bowser Junior. Haben wir das schon gemacht? Da würde ich auch, wenn man den Twirl nicht drauf hat. Ne? Aber, ja, ja. Ah, da wird auch noch gehüpft. Mann! Eieiei. Ah, ah, scheiße, ich bin. Nee, das war kein Indikator. Dann machen wir jetzt den Joker, dass die nur mit einem Controller zu zweit spielen müssen. Okay. Okay. Dann skippen wir jetzt. Ja? Das ist zu schwierig. War das ein schwieriges Level? Scheiße, wie komme ich denn da ran? Ach, du bist da muss man durchrutschen. Also ich würde es auch wegskippen. Ist zu technisch, glaube ich schon. Ja, das ist mal. Das sind die Ideen. Ja, dürfen wir das? Ja, echt. Es gibt den. Das steht an. Aber muss. Er wird schnell nochmal Seiten gewechselt bei Team Mario. Sehr gut. Oh. Ja, man muss schon wissen, was man wechseln beim Tauschen. Wir haben mehrere Paare. Wir sind auch ein Paar für dich. Du darfst sie gerne auch eins nehmen. Warte. Ja, Chat schreit auch schon. Gregor, Handschuhe. Ne? Ah, wir müssen den töten. Zurück. Ja, ja, dann aber das hat keiner von uns gerade gelesen. Ja. Ja. Ach, ja, weg von ihm. Das ist auch ein schönes Level. Aber es klappt gut oben, ne? Mit zwei Händen. Also mit zwei Spielern. Mit nur zwei Händen, ja. Mit zwei Spielern. Ja. An einem Controller. Rechts. Ah, der ist ja. Ja, guck mal. Und Level abgeschlossen. Hier mal. Einem Controller wieder etwas mit zwei Händen geschafft. So, Timer läuft oben. Sehr gut. Sehr gleich nötig, weißt du. Die machen das so. War das ein Boss? Oh nee. Okay, hatten wir irgendwo. Da, oh, perfekt. Miniboss, ja. Sehr gut. Ein Geschenk vom Himmel. Das war schön. Okay, jetzt habe ich nicht. Jetzt hab ich den Punktestand gar nicht ganz aus den Augen verloren. Gleich mal drauf achten. Also, Team Luigi hatte 2 Level plus. Sind also bei 8. Das sind Topflappen. Stimmt, ja. Oder ist egal. 8 abgeschlossen, ne? So kaputt. Vielleicht machen wir mal eine Strichliste. Ja. Also wir haben 8 und Mario gerade, weißt du es? Nee, leider nicht. Da müssen wir gleich mal schauen. Stand als Kategorie. Gar keine. Glaubst du, die Gegner sind ja so. Oh, ein bisschen rund. Ja, Wasserlevel, ey. Durch. Ja, warte. Und Blooper sind auch die schlimmsten. Der weiß, wo wir sind, ne? Ja, ja. Aber wenn er hochgeht, muss er. Also ihr könnt auch als kleiner Tipp mit der Schultertaste einen Spin-Jump machen und dann könnt ihr auf diese ganzen Gegner drauf springen. Ein Spin-Jump, so ein Drehsprung mit der Schultertaste. So, super gut, richtig gut. Wir sind richtig. Ist das nicht ein Startscreen-Level oben bei Team Mario? Warte. Könnte sein, ja. Da hoch. Oh. Ganz hoch. Ja, ja, ganz hoch. Wenn es ein Pilz, ja, eine Blume. Okay.
Oh shit. Ich würde wieder zurück. Ah, aber weiß nicht. Warte, rechts, die ballern. Wir ballern. Oder die ballern. Jetzt läuft aber. Da ist es. Nee, hoch. Ja, einfach rein. Es gibt noch ein Leben. Ja. Okay. Wenn man oben dran. Ach, mein Herz. Wo das war ein langes Level, aber ich finde es voll gut, dass wir. Ah, wo kam der Stern denn jetzt her? War der da gerade auch? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Das ist ja das Lustige bei Random Level, ne? Das ist, ja. Da kann wirklich alles passieren. Ja. Also oben bei 10. 10. Dann ist es doch sehr knapp. 10 zu 9 steht es dann jetzt. Ja, 10 zu 9, ja. Sehr gut. Noch 9 Sekunden für die Handschuhe. Die? 4. Also. Okay, hier, 9 Sekunden. Ja, drück auf Start. Zieh dich schon mal aus. Ja. Digi, digi. Das waren die Handschuhe. So. Das war dumm, glaube ich. Ja, aber wird es hier schlechter durch? Einer reicht. Ja. Ja, egal. Über den Boss können wir ihn ja nicht besiegen, wenn dann, oder? Ja, gut. Stand das da? Ja. Mario, oh. Schöne Sprünge. Nee, du musst ihn besiegen, damit der Schlüssel rauskommt. Ja, mit. Was kann ich denn jetzt machen? Spring auf ihn rauf einfach. Oh, sehr gut. Warte. Ja, okay. Am Anfang. Die sind aber so groß. Ja, egal. Ja. So, das sollte reichen, glaube ich, dreimal, oder? Sehr gut, noch ein paar extra Leben gesammelt. Sehr gut, Team Mario. Rein. So, ihr habt noch zwei Joker. Beides. Skip-Verbot hatten wir, glaube ich, noch gar nicht ausgesprochen. Skip-Verbot ist noch gar nicht ausgesprochen und die Coaches haben noch nicht übernommen. Ach, und die Coaches nicht, ja, stimmt. Nicht stampfen. Also, ich habe mich zumindest noch nicht bewegt. Ich weiß nicht, wie schnell du bist. Ich war sehr schnell. Aber ein bisschen Abstand. Gut. Ja, 12 Minuten sind es noch. Da sind diese Animationen langsam. Ja, wann hört der denn jetzt auf? Skip-Verbot kann man natürlich auch, ja, vielleicht wenn man mal ein bisschen rüberlunkert auf den anderen Bildschirm, ja. Und man sieht so ein Sammel 999 Münze-Level, da wäre ein Skip-Verbot natürlich brutal. So, ihr dürft wieder Team Mario, ihr dürft wieder, genau, einzeln spielen. So. Nee, da kommt jetzt gleich noch einer. Das war auch so ein langes Level, ich weiß nicht, ob ich das spiele, so viele Bosse. Matthias, du kannst dich schon mal ready machen, jetzt. Okay. Okay, Skip-Verbot für die. Ich wusste nicht, was das ist. Ja, okay. Wir haben uns Matthias erst gewünscht. Mann. Ja, ihr könnt, also es geht ja. Es ist ja euer Joker und deren Joker. Also ja. Ich darf jetzt halt nicht skippen, wenn ich rüberkomme. Das heißt, du darfst nicht skippen. Komm, ja. Mach mal ein bisschen hin. Also, hast du es geschafft? Einer von euch geht rüber? So. Ja, wir skippen also nicht skippen, okay? Wer weiß, wie viele da noch kommen, ey. Genau, nicht skippen und du spielst und du guckst, was. Ausgezeichnet, Level geschafft. Glanzleistung war das. Keine Skips hier. Hallo. Hallo, Sarah. Also wichtig bei dir auch. Es ist ultra knapp. Direkt mein dann auch die Sender verloren. Ich war wirklich überrascht, wie gut ihr mit also zu zweit an einem Controller gespielt habt. Oder? Ja, wirklich. Ich war auch wirklich. Begeistert. Am besten springen da unten, weil sonst, damit man aus dieser Animation rauskommt, genau. Wohlig ist, in welchen Move. Sehr gut. Schnelles Level, schneller Punkt. Ich fand vor allem in diesem Wasserlevel waren wir gerade echt, es war ein paar Mal echt knapp. Mein Herz war krass, war schnell, aber wir haben es First Try da durchgeschafft, obwohl da diese ganzen Tintenfische und so waren. Das ist einfach nur und jetzt haben sie das Skip-Verbot auf Matthias gesetzt, aber dabei, was sie natürlich nicht wussten. Ja, ja. Okay. Genau. Aber es gibt doch einen anderen Sprung, ne? Der nee, glaube ich auch. Ich glaube, das ist nicht so wild. Wie steht's? Es sei denn, es ist ein langes Level, das kann er ja dann nun auch nicht. Also beschleunigen, ne? Ja, das Spielstil. Wie ist denn der Zwischenstand? Ich hab das versucht, Mario, im Blick zu. Ja, schwierig. Jetzt gerade müssen wir immer den Pausenscreen sehen. Ich glaube, Mario ist jetzt bei 12. Und Luigi entweder bei 10 oder 11. Ja. Bei 13. Mario ist bei 13. Ja, das Geld nehmen wir her, weißt du? Oben steht's auch nichts. Du kannst natürlich auch die Punkte einzeln zählen, aber. Ich hab das Gefühl, du hast mir heute echt einfach nur schwerer, als es sein müsste. Ja, aber mal schauen. Kann auch schnell sein. So. Sammle alle 70 Münzen oben. Ja. Alle Münzen. Es ist uns gerade auch schon passiert, dass wir so gespannt waren auf dieses zu zweit an einem Controller spielen. Da müsst ihr euch ducken, ja. Ihr müsst euch ducken und könnt durch die Lücke mit so einem geduckten Sprung. Aber ist sehr schwierig. Ja, guck mal, ob du zurück irgendwo anders zurückkommst. Oder mach dich an den Stacheln oben klein. Das geht auch. Ich hab das Gefühl, sie hören dir nicht. Ja, mach das mal am besten. Oh, doch, doch. Easy. So. Noch kleiner. Puh. Vorsichtig. Ja. Länger spielen? Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber war auch nicht richtig. Da oben ist das Ziel. Ja, das ist okay, sehr gut. Nicht noch in die Lücke? Ja. Macht die Sendung ja nicht. Okay, Mario jetzt, glaube ich, 14. Nee, langsam komme ich wieder rein. 14, okay. Wie steht's? 14 für Team Mario und ihr habt eure Zahl plus 2 noch aus dem vorherigen Run, also 11. Ach. Nee, aber wir haben ja Fortsetzen gemacht, also. Ja. Genau, deswegen habt ihr 2 drauf. Kommt so? Funktioniert das so? Oh, das mit 2 Trick. Ach, den Pilz? Ich finde es total spannend, wie unterschiedlich, aber trotzdem diese. Also, selbst innerhalb der Kategorie sind die Level so unglaublich unterschiedlich. Ja, voll. Was ansatzweise gleich aussah. Ja, ja. Ah, gut, dass du schon gesehen hast, dass das da ist. Richtig gut. Ziel ist immer rechts unten. Ist immer weiter nach rechts. Ah, da ist jetzt der Punktestand in der Mitte.
Von unten dran? Also du bist in eine Röhre gegangen. Dann bist du in der Subworld. Und eine Subworld hat kein Ziel. Ja, also ja, das ist mir eben schon aufgefallen. Oh Mann. Ja, das ist auch wieder lang. Da wird wahrscheinlich gleich oben ein Yoshi rauskommen. Türen sagt, bleiben lang. Ich hab das Gefühl. Du musst dich wahrscheinlich von dem Stein nach links schieben lassen, der sich da bewegt. Wenn du links von dem Stein stehst. Sehr lange Röhre. Ich muss mich schon wieder von dir verabschieden. Ja, Sarah. Und jetzt kannst du. Genau, perfekt. wahrscheinlich. Hoffen wir mal, dass es jetzt zu Ende ist. Also die Röhre läuft weiter. Matthias, dann schwimm darüber. Ja, sehr gut. Das hat sich schon gelohnt. Ich mach das sehr gut. Weiter so. Ja. So, dann gehen wir hin, so nach Hause. Ja, danke schön, das war sehr super. Und hast du abgerissen, Matthias? Oh, lief ganz gut. Ja. Da waren so ein paar Sachen dabei, muss ich kurz überlegen, aber eigentlich. Und die ganzen. Einfach nach rechts, okay. Gut. Ja. Stark. Ich hatte aber auch Glück mit den Leveln. Ja. Das waren so ein, zwei, aber alles sehr handelbar. Ja. Skip-Verbot bei dir, haben wir gerade kurz überlegt, ist es schlimm oder nicht? Wäre jetzt so ein 999 Münzen-Level gekommen, hättest du auch nichts besser machen können. Genau, dann, deswegen. Das ist es. Aber da war eins dabei, wo ich da dieses kleine Labyrinth machen musste unter Zeitdruck. Das fand ich für easy schon anspruchsvoll. Ich habe nicht gesehen, wie viel Zeit da noch übrig war. War das? 30 Sekunden hatte ich noch am Ende. Okay, das geht schon noch, aber dann mit dem Pilz dann noch so ein bisschen gebaitet und so. Das ist schon. Naja. Scheiße. Ah, ich bin ja klein. Fuck, ja. 16 bei Timario. Ja. Und bei euch? Da kann man schon mal setzen. Sind es jetzt 12, glaube ich. Das sehen wir gleich. Sieht gut aus. Hast du damit gerechnet? Ah, ich meine, du darfst ja auch noch rüber, wenn du es vergessen. Ja, ich darf auch noch. Absurd, das ja. Werden sie nicht. Ich kann ja noch mal rufen. Was haben wir denn eigentlich? Wie viel Zeit haben wir denn generell noch? Also wir haben noch 7 Minuten. Ihr habt auch noch den Joker, das ich übernehme. Und das Skip-Verbot hat Luigi, Timario noch, ne? Nicht vergessen. Haben sie nicht gehört. Ist egal. Achte du jetzt mal ein bisschen auf die. Chat weiß Bescheid. Ob sie ein fieses Level haben. Dann würde ich sofort ausschalten. Genau, it's called Mario Maker, not Luigi Maker. Ah, okay, so nämlich. Na klar. So, 11 plus 3. Also mit 13. 16 zu 13 steht's gerade. Durchrennen, einfach durchrennen. Rennen. Sehr gut, Valentin. Wendy, sieh durch. Der Castle. Hast du das gerade wieder am Boss gegeben? Springen wir ins Loch, Valentin. Nein. Da könnten Sachen sein. Oh, mit Timing. Ja, das stimmt. Scheiße. Ich würde sagen, Skip-Verbot fehlt noch bei euch, ne? Dann würde ich das jetzt einmal einlösen. Gutes Timing. Aber okay, 3 Minuten. Per Level. Aber ich habe gerade gesehen, dass die eine Burg haben und Bürger. Das war nur der Ladescreen. Dann ist mega gut. Mega guter Zeitpunkt. Ja, aber sie sind gerade schon einmal dran gestorben. Oh, das stand hier. Ja, das kann natürlich auch Troll sein. Ach, jetzt habe ich verstanden. Ja, es war falsch. Du musst es einfach. Das ist bestimmt so ein Pick-a-Pipe-Level. Ja, wir haben eh noch 5 Minuten. Wollen wir dann. Das hat versuch's nochmal. Also der. Okay, Glänzen macht dich schon mal bereit. Ja. Lass mich sehen, nochmal. Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Das Pick-a-Pipe-Ding. Das ist ja, aber guck dir erst die Kommentare an. Ja. Die sind natürlich schöne Spoiler. Es heißt Mario Maker, weil der Nachname Mario ist. Das stimmt. Das ist natürlich auch der Nachname von Luigi. Ja, ich wette, einmal ist es Troll, dieser Kommentar am Ende. Bis jetzt ist noch alles richtig. Aber es ist natürlich auch lang, ne? Es ist ein langes Level. Das wäre jetzt das Checkpoint. Wendy. Aber Wendy. Du kannst halt nicht. Aber wollen wir die Person sehr gut, sehr gut. So macht seine Stadt. Okay, dann gut. Okay. Dann düse ich jetzt mal rüber. Ja, mach du mal. Gar nicht das Ende. Weiter hoch. Dann nochmal 3 Minuten. Skip-Verbot. Aber ich kann ja nicht über. Ja, verstehe. Haben wir das noch? Mit Anhöhle. Hallo. Na? Wie gefällt's dir? Och, stressig ist es, sag ich, wie es ist. Ich dachte, das verlernt man nicht, aber ich bin doch ein bisschen raus. Es ist aber auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich hast du nicht Mario Maker gespielt damals. Weil die haben ja schon ihre eigene Physik. Ja, das stimmt. Ich habe ein bisschen Mario Maker auf jeden Fall schon mal gespielt. Und also es geht klar, aber. Ja, aber es macht Bock. Ich habe Bock, das noch weiter zu spielen, tatsächlich. Ja, wir können die 3 Minuten bei Team Mario nehmen, weil das ist ja eigentlich der Joker von Team Mario, genau. Dann ist das jetzt die Densenzeit oben. Nicht, dass wir das verwechseln. Aber so klappt das. Ja, wahrscheinlich. Denzen, was versteckst du unter deiner Mütze? Sein Galaxy Brain wahrscheinlich. Ist das wie bei Ratatouille? Das ist.
Aber meinst du, du wirst dann noch heute Abend noch viel mehr Mario spielen? Ja, es ging. Richtig schön zugeleckt und wieder reinkommen? Heute Abend? Oh. Nein, ich meine generell so jetzt. Wenn du morgen sagst, ach Mensch, hat so viel Spaß gemacht gestern. Vielleicht. Mal gucken, wie es noch weiterläuft. Weltrekord, hey. Bisher war es noch ein bisschen deprimierend, aber. Bisher ist die erste. Ja, genau. Ist noch alles. Wir wärmen uns alle noch auf. So, was läuft drüben? Ah, das sieht auch. Und dafür ist die Kategorie doch gut. Nichts Schweres dabei, ne? Da kommen wir so. Naja, ja. Ja, gut. Ah, Wasser. Du machst das echt super. Ja, sehr gut. Aber wir müssen nicht mehr lange skippen, zum Glück. Ja, stimmt. In 20 Sekunden dürfte wieder. Ich habe ja bei Ihnen gestorben mit. Ja, mach ich. Ich habe die Frage, ob Benson das mit der Ehre zulässt. Oder einfach direkt sagt, nee, ich zieh das alles durch. Wow. Gut, oder er hat in den nächsten 11 Sekunden auch schon fertig. Das kann auch. Das wäre natürlich fantastisch. Gehen wir da rein, ja. Weil bisher ist da ja noch nicht so viel los. Ja, bis jetzt geht das ganz gut klar. Es dauert eine Weile. Ah, da ist es gemacht. Perfekt. Einfach so. Team Luigi, ihr dürft dann auch wieder skippen, wenn ihr möchtet. Ja. Ich hab's auch nicht gecheckt. Und es sind die letzten 3 Minuten. Die letzten 3 Minuten laufen. Und jetzt können wir schön nochmal parallel sehen, wo wir denn gerade stehen. Team Luigi mit 16 zu 20. Ah, ja. Das wird eng. Ja, aber wir haben noch den. Nehmen wir den der muss jetzt ja, den kann jetzt. Wir haben noch 1,5 Minuten. Hier. Das ist die Frage. Besiege mindestens 10 Gumba. Haben wir denn alle Joker schon gespielt hier? Ich meine schon. Ich wüsste jetzt nicht, welchen hier noch. Ah, ich glaube auch. Ich glaube schon, ja. Den kenne ich aus anderen Franchise-Ablegern. Ja. Ah, 10 Gumbas killen. Das könnte natürlich auch. Hey, nehmen wir mit. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Da sind sie doch. Da sind ein paar Goombas. Okay, geschafft. Gut. Frage durch. Nein, in die Röhre. Halt ich auch. Wo ist der denn? Wollen wir skippen? Nee, wir das war in der Subworld. Okay. Da muss man noch in die Röhre gehen. Was ist das Rote? Was ist das Rote bei uns? Das Rote? Wie lang Denzen? Das ist Denzen. Das ist Denzen noch. Ja, dann. Nee, zieht euch die Handschuhe ruhig nochmal an. Da ist es schön warm. Also. Bei Skippen ist auch immer Padwechsel, oder? Bitte? Beim Skippen ist auch immer Padwechsel? Beim Skippen ist auch Padwechsel, ja. Ja, gut. Aha. Dann haben wir es richtig. Automatisch, okay. Das heißt wahrscheinlich... Das ist der Werbepause. Schade. Was zur Hölle? Ich wollte gerade fragen, ob Denzel gestorben ist, aber nee, es war Team Mario. Ja, kurz verwirrt, was ist da passiert? Ja, richtig. Vielleicht, ja. Ich war auch komplett verwirrt. Aber das wäre auch voll. Und kannst dich schon mal bereit machen, wieder rüber zu gehen. Das war eine Freude, mit dir hier zu sitzen. Ja, wir sehen uns bestimmt nochmal. Bestimmt. Okay, aber Punkt. Landung. Ich gebe den Controller weiter und düse wieder nach drüben. Kommen Sie wieder her. Ja. Die letzten 70 Sekunden, sage ich mal, noch ein bisschen über 1 Minute. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 18 zu 21. 18 zu 21. Es könnte, aber es ist schon sehr, sehr knapp, das jetzt noch zu schaffen. Das irritiert mich. Mich auch. Bist du zufrieden mit deiner Leistung? Es war halt, nee, man konnte nicht so viel. Ja, die Level waren okay. Einfach, das waren jetzt keine super kurzen. Ja. Na, das ist ja böse. Okay, das war dumm. Okay. Ah, da war schon das Ziel. Ich glaube, man hätte, ich weiß nicht, hast Valentin den Controller benutzt? Oder hat er was eingegeben? Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, es ist komplett Auto. Ja. Wahrscheinlich schon. Ja, ja. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, das ist nicht so ein Level. Ja, die letzten 30 Sekunden. Weg, Perp. Ja, ist euch. Aber da ist noch sehr gut. Den nehmen wir noch mit. Haut sie alle um, die Käfer. Okay. Nicht da rein. Nein! Nein! Ah, aber ich dachte, man kommt zum Anfang. Das wäre böse gewesen. So, dann haben wir noch 10 Sekunden. Schafft ihr noch ein Level? Ich glaube, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist der Endstand. Selbst dann ist es, glaube ich, nicht mehr zu schaffen. Aber vielleicht kriegen die Minuspunkte noch. Es steht 19 zu 22. Ende der ersten Runde. Wir haben es geschafft. Achso, nice. Team Mario gewinnt. Runde Nummer 1. So habe ich das gewollt. So soll das sein. 22 zu 19. Wir waren fast durch. Stark. Stark. Ich war echt beeindruckt von der Leistung, als beide an einem Controller waren. Bei das Team Mario vor allem, aber auch bei Team Luigi fand ich das stark. Aber auch mit verbundenen Augen. Ne? Mhm. Dass man meine erste Impuls ist, so mit verbundenen Augen spielen, das ist doch, wie soll das nur? Aber, wie man sieht, ordentlich. Ich bin sehr stolz auf euch. Nicht an uns auf jeden Fall nicht, aber die hatten wieder Glück, ja. Glück. Glück können. Sorry, ihr müsstet einmal hoch und nach rechts springen, das ist ja wohl ein Scherz. Jahrelanges Training.
Das ist der pure Skill, den Valentin da hier mitbringt. Deswegen ist er eingeladen, deswegen ist er hier. Ne? Also, ja. Aber im Prinzip war es ja schön knapp. Ne? Ich meine, 3-Level-Unterschied bei 22. Das ist wirklich sehr gut nah beieinander. Ich finde das auch gut. Ich finde auch die Joker, das passt alles ganz gut. Das macht auch Spaß. Jetzt sind wir auch alle eingespielt, genügend leichte Level gespielt. Dann kann es ja jetzt schwerer werden. Richtig, denn jetzt trennen wir die Spreu vom Weizen in Runde Nummer 2. In Runde Nummer 2, liebe Leute, spielen wir nämlich, Denson grinst schon. Ich weiß nicht, ob ich grinse. Mal gucken, wie lange ich grinse. Wir spielen eine vorbereitete Welt, denn Denson hat ein paar Level gebaut. Ihr geht bitte einmal zurück ins Hauptmenü, also speichern und beenden. Ich bin gestorben. Das ist okay. So ist trotzdem Start. Speichern, das ziehen wir schon mal ab. Wir haben jetzt aber einige Leben verloren, ist mir aufgefallen. Denn Denson hat ein paar Level gebaut. Ihr dürft natürlich gerne auch in der, liebe Chat, ihr dürft auch gerne mitspielen. Die Level sind da für alle. Also jetzt geht ihr oben auf ID, bitte. Oben rechts. Ist das schlimm, dass wir gerade die ganze Zeit Leben verloren haben, während ihr moderiert habt? Nee. Nein, das ist egal. Das ist gleich sowieso alles resettet. Und jetzt oben rechts auf ID, genau. Genau, und dann die ID ist die LKS. Ist das auch eine Challenge? Ja, wer schneller eintippt. Sehr gut, Mario. Sparkasse. KSX. Na, damit der Chat auch mitschreiben kann. Schön in Ruhe. Und JXG. Shit. Fertig. Lückes, Kasuks, Jirgix. Wir waren so eng unter Punkt. Da ist Denson 86. Genau, und da geht ihr jetzt auch, und da ist die Echte. Und da geht ihr jetzt auf Spielen rechts. Da seht ihr nämlich schon die Welt. Unten auf Spielen. Das ist jetzt das Pre-Show-Level. Also drücken wir jetzt. Das ist dabei. Das zweite Level dieser Welt ist das Pre-Show-Level. Okay. Ja, genau, und da wartet ihr jetzt dann einmal kurz. Hier haben wir jetzt kein direktes Zeitlimit. Wir würden jetzt erstmal sagen, wer zuerst alle Level abgeschlossen hat. Wer am weitesten kommt, würde ich aber sagen. Aber wir halten die Uhr mal im Blick, wenn es zu lange dauert. Ja, nein, also es ist nur ganz kurz vor, aber es ist jetzt nicht so super schwer, also um Gottes Willen. Aber ihr werdet jetzt nicht beim ersten Mal durchkommen. Vielleicht gibt es auch mal einen Troll und ihr werdet geärgert so ein bisschen. Aber es geht darum, dass ihr vielleicht zusammen versucht, das Ziel zu erreichen. No? Ja, also ist da sowas von wegen, dass man wählen kann zwischen verschiedenen Wegen und Leveln? Weil ich meine, wenn es wie weit kommt, wie bestimmt man das? Wer die zweite Welt abschließt. Ne? Zum Beispiel, also wir haben ja in der ganzen Welt sind 8 Level, wer die meisten Level schafft am Ende. Und ich glaube... Ja, so meiste Level. Genau. Okay. Vielleicht kommt ihr auch durch. Wenn ihr alle schafft. Genau, wir gucken mal, wie weit ihr so in einer halben Stunde seid und dann... Dieses Denson 68, das sieht halt einfach aus wie so ein Kaizo-Hack. Nein. Also ihr braucht da wirklich nichts Besonderes. Das sieht nur so aus. Nein, das ist natürlich schon sehr human. Wir will uns verhöhnen. Aber jetzt machen wir schön klassisch Couch an Couch, dieselben Level, also direkt Vergleich. Genau, jetzt ist der Direktvergleich. Und ich würde sagen, auf los geht's los. Joker gibt's keine. Genau. Wir zählen runter. 30 Minuten. Dann wechseln. Wahrscheinlich wieder nach Level und nach Tod abwechseln, ne? Genau. Ja. Das bleibt gleich. Okay. Und es geht los in 3... 2, 1, let's go! Okay, Leben spielen keine Rolle. Ihr habt 86 Leben. Das hoffe ich mal. Sollte reichen. Wenn nicht, ist aber auch egal. Ihr könnt da wieder anfangen. Also ihr möchtet nicht von Anfang anfangen. Also, wie gesagt, es wird auch Tipps geben, aber es ist nicht so übermäßig schwer, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also ich habe auch mal reingespielt, das war hier und da ein bisschen knifflig, aber grundsätzlich alles machbar und wir haben jetzt keinen... Genau, Sarah weiß natürlich auch sofort, wie es funktioniert, aber auch solche Sachen, ja, soll man auch herausfinden. Also es muss jetzt nicht alles vorgesagt werden. Such dir eins aus und das löst doch schon ganz gut. Nee, oh Mann. Okay, okay. Das ist völlig fein. Das ist vollkommen. Ich dachte, ich habe noch ein Leben mehr. Ja, und manchmal hilft es vielleicht auch bei den anderen zu gucken, was machen die gerade so. Das sind natürlich dann die fiesen Tricks. Ach, wenn Matthias schon knifflig sagt. Naja, ich sage knifflig für die Teilnehmer. Ich wusste schon immer, was ich machen muss. Aber es war hier und da schon, wo ich da gehört habe. Sehr gut. Okay. Aber wir haben noch ein bisschen rumgeschraubt. Ah, Gregor hat auch den Schlüssel gefunden. Nach unten. Wobei man den ja gar nicht richtig... Nein, den braucht man nicht. Der ist nur ein bisschen schneller. Ein bisschen, weil man den Donut dann abwartet. Ja. Auf den Donut drauf. Nein, einmal da. Nochmal. So kann man sich natürlich auch nochmal... Ja gut, aber einfach mal gucken ist ja auch vernünftig. So. Ja, da muss... Genau. Gregor weiß es. Sehr gut. Ich lock's nur runter, wenn er hoch geht. Ja gut, Valentin wartet den Form ab. Und... Jawohl, das erste Level durch.
Stark. Nach oben. So, das zweite Level bei euch, nochmal der Hinweis, ist das, was gerade gebaut wurde. Also da müsste die Community für schuld. Genau, die sind schuld. Wir haben nichts damit zu tun. Wir haben nichts damit zu tun, wir haben nur die Aufträge ausgeführt. Wenn du dann nach unten drückst, dann slidest du. Nee, nach oben nicht, da gibt's nur Leben, aber die braucht ihr nicht, ihr habt noch 88 raus. Ja, Geisterhaus gebaut. Ja, das hat ihr in hat Community. Die Community so ausgesucht. Community. Warte mal. Geh zurück. Links, ja, links. Ja. Das wird eng. Weil, genau. Warte einmal kurz. Ja, weil das quasi resettet, wenn du auf den Kopf drückst, drück mal einmal. Wir nehmen eine Schutzpatronen wieder zu. Ich hab nicht gesehen, das Level. Erklär's mir erstmal. Ich check's überhaupt nicht. Du hörst die Musik. Das auffällt. Du drückst. Wenn habt ihr den Levelnamen noch im Kopf? Drückst du auf das und dann sind alle P-Buttons für einen gewissen Zeitrahmen da. Deswegen, du musst sehr gut. Am Monty sind sie schon mal vorbei. Ja. Dann musst du über diese P-Buttons umgehen. Ja. Nee, eieiei. Ach, Mann. Schade. Schade. Boah, also, musst das Kraft könnte. Schau mal. Pass auf. Mensch, Chat, wo habt ihr denn da die Münzen versteckt? Ich auch nicht auf die oben drauf. Warum nicht? Man kann, wenn ihr mit der Schultertaste den Drehsprung macht, könnt ihr auf die Steine auch drauf. Mich halt auch also, der ist häufig sowieso sehr hilfreich, weil der euch immun macht gegen viele Gegner. Das ist so ein Biber, genau. Fuck! Entschuldigung. Lass es raus, Sarah, lass es raus. Es war dumm. Das gehört auch dazu. Unter Zeitdruck. Nee, wir sind schon super weit. Ey, das ist. Warum macht ihr das so ab? So, man doll nicht sprinten dabei. Nee, einfach nur an der Wand. Und du musst in die Richtung der Wand halten, Valentin. Also gar nicht weg von der Wand halten. Danke. Bitte. Jetzt haben sie oh nein, ja, da ist es passiert. Nee. Oh nein! Aber sie haben die erste Münze auch schon verpasst. Ob sie da noch mal. Erst nach Neustart. Hm? Müssen wir bei Neustart wechseln? Bei Neustart auch wechseln, ja. Okay. Verdammt! Also es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Das war die Community. Ja. 100 Pro. Wir sind nicht so viel weiter. Stehen bleiben kurz. Genau. Ja. Oh nein, ich sehe es schon, komm. Dann hoch. Genau. Ja, wieder sliden in dem Sehr gut. Arschloch. Ja, warte hin. Slide, jetzt sind wir wieder. Sehr gut. Das schaffst du jetzt. Langsam, ja, in Ruhe. Ja, oha. Jetzt geh nochmal nach. Das ist aber auch, dass du da oben noch diese Dinger, ne? Oh, ja, jetzt habe ich keine Zeit mehr. So, jetzt wird es schwierig. Jetzt den Spinjump drauf. Ach Mann. Auf den kann man auch spinnen, wenn das P weg ist. Kann keiner von uns. Nee. Ihr müsst nur die Schultertaste drücken. Wir hätten zurückkontakt. Genau, das war der Backup einfach nur für die Tür. So. Genau. Ja, das muss man jetzt verstehen. Du musst unten irgendwo, du kannst wahrscheinlich da irgendwo stehen. Ja. Sag einfach nur die rechte Schultertaste. Ja, genau. Okay. Ja, gut. Vorsichtig. Aber ich habe jetzt schon zwei leichten Fehler gemacht, weißt du? Ja, lieber ruhig, slow and steady wins the race. Nicht zu sehr beeilen, einfach nochmal durch. Kann sein, dass du lass dich nicht erschrecken. Das hat alles funktioniert. Wie schön. Vorsichtig, bevor du zu schnell hochspringst. Okay, weiter. Mach das Yoshi-Ei auf. Dem kannst du Feuer machen, meine ich, oder? Ja. Bombe explodieren. Und da ist Level 1 auch geschafft. Okay. Sehr gut. Die Mario auch die durch Mario Level 1. Kommt hinterher. So. Du musst von Yoshi gleich abspringen. Ja. Mit der das müssen wir erklären, oder? Ja. Mit der Schultertaste kann man. Genau. Dann will ich am Ende dieses gespringen. Ja. Aber da haben sie wohl eine Münze vergessen. Ja, das ist erstmal gut. Vielleicht hätten wir noch eine verstecken können. Ja, wen brauchen wir? Es fehlt ja noch einer. Ja, genau. Aber wo? Also, ihr müsst wirklich neu starten. Ja, ihr müsst das kann ich euch sagen. Wirklich? Ja, aber ihr kommt von da aus nicht mehr ran. Das ist hier auch irgendein Fehler. Was ist denn das? Wo war der denn? Also man kann es schon, ja. Ich jetzt mal langsam umgucken. Ich glaube, das gibt's gar keinen jetzt mal Silko. Gerade will ich noch keinen Tipp. Ich guck da schon die ganze Zeit, weil... Oder willst du schon? Ja, nein. Der hat mir gerade den ganzen Anfang gezeigt. Das war der, ne? Wir haben vielleicht doch ein paar Emotionen zu viel. Also bei uns geht das Internet nicht. Oh nein. Warum ist es so? Schade. Was ist denn da los? Solche Internetbrüche habe ich ja nie. Dann lernt ihr das nicht. Aber du wusstest ja auch vorher gar nicht, dass man Münzen holt. Ja. Dann auch einmal das Spiel neu starten. Hat er denn jetzt den Spielstand der Welt gespeichert? Ja. Nicht, dass er jetzt bei. Aber die können uns übrigens auch das sehen. Ist die Frage. Also, daher scheint es intended zu sein. Aber die können eure Gesichter sehen. Achso, Agenda auch. Könntet ihr die. Ach ja, macht ihr schon. Gut. Soll ich das jetzt einfach. Ja, einfach nochmal so. Müssen wir mal schauen. Die Zeit ist angehalten für uns beide aber, oder? Genau. Für die halbe Stunde noch hinkriegen. Habt ihr morgen was vor? Ja, gut, dass ich nicht die Capcom-Konferenz streamen wollte. Das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Ja, es ist natürlich wieder fantastisches Programm auf rocketbeats.tv auch morgen, aber ansonsten. Morgen aber auch spannendes Programm. Was geht morgen? Pokémon!
Was? Hast Fights. Du mehr Info? Denn wir sind ja im Fightsmanns und alles mögliche Fights. Unterwegs. Aber was heißt Pokémon? Es wird gespielt? Alles mögliche, oder? Alles mögliche Fights. Ach so. Ja, ja, jetzt habe ich es gerafft. Genau, es wird gegeneinander gefightet, womit wir heute schon anfangen mit den Duellen. Das geht den ganzen Monat. Und das Ganze nur dank eurer Hilfe im Supporters Club. Dass ihr da uns unterstützt, dadurch ist es möglich. Aber wir könnten auch ein bisschen was bauen. Genau, genau. Vielen Dank dafür. Benutzt den Link level.tv.com/retroclub. Dann kommt ihr da auch hin. Okay, ID-Nummer eingeben. Das war die LKS. KSX. JXG. Falls es nochmal unterbrechen, dann müssen wir umswitchen auf die Downloads. Hoffentlich. Sonst müsst ihr einfach noch mal kurz warten. Ja, ich meine aber, der wird gesaved, wenn man eine Welt anfängt. Müsste eigentlich, ne? Fortsetzen, ja. Sehr gut. Okay, dann könnt ihr wieder rein. Okay. Aber man sieht übrigens, dass andere Menschen gerade warten. Wir waren ja recht lange. Dass jemand spielt diese Welt, hat, wo haben sie denn den Levelcode her? So, jetzt würde ich sagen, oder? Okay, jetzt könnt ihr weitermachen. Ja, weil da waren. Sehr gut, weiter geht's. So. Ja, also, jetzt rätseln wir. Ja, also pass auf, erstmal. Ja, genau. So, also ich gehe mal davon aus, die Welt wird nicht so diese Dinger, die ja, so könnte irgendwer schwingen benutzen, genau. Ah, das Mario geht ja schon gut durch. So. Aha! Na, das könnte. Woher wussten Sie das denn? Sein. Ah, ja. Okay, da muss man es 5 finden. Ob also. Sie da geluschert haben, man weiß. Aber es wäre ja auch okay. Wäre ja auch cool. Das ist ja das. Ich trotzdem jedes Mal so dann Yoshi drauf. Ich dachte, da wäre was Gutes für uns. Aber das. Jetzt lass aber die zweite Münze liegen. Nee. Mario doch. Ach, die Mario geht hoch. Die Mario hat die Ranke hochgemacht, aber ist nicht hochgeklettert. Wenn ich da jetzt hochkopf hüpft wäre, dann würde ich nicht mehr zurückkommen. Also ein bisschen zu vorsichtig über die Pflanze. Und jetzt, ich glaube bei Luigi, jawohl, das sieht doch gut aus. Nice. Rein da. Sehr gut. Nee, ich glaube nicht. Gut, 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 gut. Okay. Sehr gut. Okay, 2 Level durch. Oh, Team Mario hat die Münze aber auch direkt erwischt an der Tür. Sehr gut. An der Tür? Ja, direkt gesehen, eingesammelt. Slow and steady wins the race. Sehr gut, weiter so. Nee, Walla hat das bei uns schon abgeguckt. Wie soll das denn gehen? Das ist das Problem. Ja. Das kann natürlich auch sein, aber das, wir stellen das jetzt erstmal nicht so raus. Nee, ein Schelmenböses merkt. So, Level 3, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß schon nicht mehr, was kommt. Spielauge da drüben. Ja, Level 3 ging wieder. Sehr gut. Ja? Noch ja, das war okay. Viel gesagt. Das war so ungefähr wie Level 1. Die überinterpretieren das. Alles, ah, ist alles, ich. Drin. Alles drin. Oh, sehr gut ausgewichen. Wow. Genau, am besten immer in die Richtung der Wand halten, an der man klebt. Das ist. Ja. Cool. Sehr gut, die Mario solide. Haben alle Münzen? Haben sie jetzt aber ordentlich aufgeholt, ne? Da oben doch. Sag mal, das konnte ich doch mal. Da rein. Nach unten. Also man muss dich da rein. So, mit der Schultertaste springt er ab. Ja, sehr gut. Mit der Schultertaste, Ich glaube, der Haken ist tatsächlich fies da. Nein, schön. Richtig schnell geschafft. Did it! Sehr gut, Level 2 geschafft. Also da hat jetzt die Mario richtig aufgeholt. Lauf nur. Habt ihr es nur einmal gemacht jetzt, das Level? Ja, nicht. Ja. Schon. Das hat Sarah keine direkt souverän durchgezogen. Okay. Ja, wirklich, sehr souverän. Sarah ist zu schlau für den Chat. Sehr gut. Von unten dran, damit die gekillt werden. Und schon sind beide im selben Level. 20 Minuten sind noch Zeit. Wir können auch auf jeden Fall. Da ist Spaß dran. Da habe ich Spaß dran. So blöde Töne. Mann. Jetzt gucken wir mal, was hier so abgeht. Hoffentlich nicht wieder dunkel. Okay. Sehr gut, sehr gut. Eins zurück. Die Wallschaps kannst du doch jetzt. Laufkriegs nach unten. Geht so. Level durch, ne? Jawoll! Erster Versuch. Nice. Oh, sehr Valentin gut. Macht das jetzt aber auch. Aber Valentin holt auf. Der. Den dicht auf den Fersen. Annehmen. Ja. 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 Man muss Y gedrückt halten dann, weil er hat sie direkt geschmissen. Das weiß ich jetzt fürs nächste Mal. Jetzt könnte es aber ein bisschen knifflig werden, weil es ein Castle ist. Genau. Oh ja, das Castle ist. Ja. Hast du es auch gespielt? Ja, ja, bis dahin habe ich noch gespielt. Die erste Welt habe ich abgeschlossen. Okay. Sehr gut. Visual. Ja, das sind irgendwelche alten Namen. Noch drauf. Ja. Oh, Valentin. Ihr könnt die Kommentare, könnte man auch ausstellen. Weil die stören ja schon ein bisschen. Ne? Jetzt das mit dem Y kannst du die Dinger weg. Ah ja, danke. Das Castle ist aber auch da. Also allein die Stelle. Aha, schon, scharf. Ja, ist schon.
Ja, aber es ist auch das Castle, ne? Ja. Am letzten Level der ersten Welt. Vielleicht machen wir die Kommentare aus, wenn ihr mal Start drückt. Und dann könnt ihr unten die Kommentare an- und ausschalten. Sehr gut, Timario. So, perfekt. Weil die sind ja schon sehr im Weg. Beide im selben Level. Ja, sind Knochen trocken. Aber jetzt beide auch in einem kniffligen Castle. Jetzt wird's spannend. Mal schauen. Meinst du, wir schaffen noch das, die nächste Welt zu sehen? Ja, ja, das glaube ich schon. Na gut, das ist jetzt. Ja. Aber die Kommentare sind ungeil. Ja, die sind jetzt ja aus, die Kommentare sind weg. Auch, glaube ich, genau. Alter. Oh, oben. Schön den Pilz mitnehmen, ja, sehr gut. Puh, Slade, zum Glück. So, eben. Aber das ist doch jetzt auch super. Jetzt, jetzt, oh, aber die macht sich schon ja, direkt durch. Ja, ja, ja. Oh, sehr gut. Okay, ganz nein, ruhig jetzt, was geht genau da? Du hättest auf den warten müssen. Fanze? Ah, es hätte fast noch geklappt. Das geht sogar, Gregor. Das, das wäre ein Backup-Strat. Das wäre die Backup-Strat gewesen. Ja. Mario ja, hinterher. Eine Kurzschlussreaktion. Ah, das habt ihr doch jetzt gesehen, oder? Ah, sehr gut. Ja, das ist auch Vorteil, ne? Mach nichts, wenn du deine nicht verlierst. Hauptsache, du kommst. Heute ist glücklich. Valentin, drück mal kurz Pause, bitte. Ah, so klappt's nicht. Und unten Kommentare aus, die stören. Okay. Nee, das war die falsche Taste. Oh, ja. Entschuldigung. Ja. So, ja, sehr gut. Und jetzt weiter geht's. Okay. Okay. Mhm. Einfach laufen. So, da jetzt noch nee, ein Bild durch. Schade. Ach so. Ja, egal. Okay, jetzt nicht Dinger. Ich weiß jetzt nicht, wie weit er springen kann. So weit auf. Oh, das wird ja. Da durchzukommen in klein ist schon. Ja, in klein. Das Timing ist fies. Und jetzt? Hä? Wie? Da erstmal. Ich glaub, das geht doch gar nicht. Ja. Achso, das brauche ich ja gar nicht. Nee. Nee, das wäre die Abkürzung als die Belohnung, wenn man groß geblieben wäre. Dann hätte man oben durchgehen können. Hey. Aber wer schafft das schon? Ja, halt niemand. Ich glaube, das ist auch. Gregor, jetzt Vorsicht, aber. Der etwas andere Buring. Oh, schade, da war der Checkpoint, da war der Checkpoint rechts. Ich fühle mich hier wie bei Time Attack. Ah, aber das ist natürlich auch spannend, wenn beide das gleiche Level spielen. Ja, das ist dann nochmal ein bisschen anders. Ja, da hat man den direkten Vergleich. Und beide jetzt auch exakt an der gleichen Stelle. Die Mario. Das ist auch gar nicht so blöd, den Damage Boost da zu nehmen. Da kommt man groß nicht durch, so richtig, ja. Und beide wieder. Und beide, das ist halt auch geil jetzt, ne? Damit du in dieses Loch kannst, wenn dieser. Ich gucke mir bei dir nochmal an, hab ich das verstanden. Boah, das ist ja mega synchron. Geil. Sehr gut. Ja. Diese Geräusche. Ich dachte, du meinst diese Zapfen an der Decke. Gut. Konzentration. Sauber. Oh ja, mit dem Feuerbällen ist jetzt nicht zu spaßen. So. Oh, super, sehr gut. Checkpoint, Checkpoint. Team Mario, die Luigi hat den Checkpoint, aber Sarah ist. Nein! Schade. Das ist die Führung für Team Luigi. Das wär's, was ich bisher gespielt habe. Perfekt, und jetzt wieder in den Haken. Ja? Boah, das war gut. Ah. Gregor. Nein! Der Stein oben! Aber das war richtig gut. Es gibt theoretisch auch einfach durchlaufen können danach. Ja, ja. Du musst einfach sehr weit runter, damit du nicht an dieser Kante hängst. Ja, das Eis ist glitschig. Ja. Eisphysik. Wer mag sie nicht? Ja. Sehr gut. Da oben noch was versteckt? Bei Team Mario? Weiß es nicht. Okay. Boah, da wisst ihr aber auch nicht, wie ich. Schade, aber das ist knifflige Stelle. Macht's gut. Ich weiß selber nicht mehr genau, was noch kommt, aber ich glaube so ganz viel nicht mehr. Nee. Und okay, der Boss. Aber dann habt das. Einmal noch, Gregor. Jawohl! Ja. Alles gut. Extra Leben, wenn du noch. Ja, dann habt ihr 81. Die Belohnung. Ach, noch ein Checkpoint, oh. Oh, oh, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ja, gut. Ja. Das sind die einfachen Level, von denen du sprachst, ne? Ah, haarscharf! Haarscharf! In diesem Kasten ist was versteckt. Dieses Geräusch. Ne? Ihr seid knapp dran vorbeigehüpft. Was für ein Kasten? Das Viereck.
Das vielleicht war da irgendwas zum Anspringen. Ach so, ja. Ah, okay. Na gut. Ich trau mich da nicht. Ja. War sehr gut. Sehr gut, und das ist der Checkpoint für die Mario. Oh, die Blöcke, die blauen, die sind aus. Ah, das war ganz gut. Ich hab, natürlich ist es so. Hey, ihr habt gesagt, keine Shelljumps. Wie geht denn das? Du musst einfach nur auf dem Ding landen. Da passiert gar nichts. Auf dem blauen oder was? Nee. Unten. Unten. Auf dem Käfer unten. Einfach auf den drauf. Oh Jesus, okay. Genau. Super, Gregor. Ja. Super, Gregson. Jesus. Ihr habt doch bei jedem Sprung so. Ah, guck mal, hier, Team Mario schafft sogar mit. Ah, Groß. Da der Bullet Bill und dann erst das Ziel. Wie kacke das denn noch werden, das Level? Fies. Ah, oh nein. Und der Bum-Bum. Ah, der Bum-Bum. Der Bum-Bum macht es. Laufen, ne? Der Bum-Bum. Stark. Oh. Schade. Du, das genau, Sam, mit Y rennen. Das ist wahrscheinlich manchmal. Mit so ein bisschen Anlauf und halt mit diesem. Also nicht anhalten, noch weiter. Noch ah! Ja. Aber auch das reicht glaub, sogar noch von der Geschwindigkeit. Ja. Also, das geht. Das ist dumm, Shit. Das war dumm. Nein. Ach, der Stachel, ja, lieber zurück. Dann nochmal auf den Stachel. Also, so unendlich schnell müsst ihr es gar nicht machen, da im dritten Part. Ja, sehr gut. Ja. So, und jetzt in das Ding einfach reinhüpfen. Mich dann gerade nach unten. Und da stehen bleiben. Oh, sehr gut. Oh. Rein und dann links. Oh. Stark. Schade. Oh, rennen. Nein. Das sind die leichten. Naja, es sind doch Checkpoints. Also ist ja eigentlich cool. Ich meine, wir sind jetzt in Part 3 unten. Langsam, ja. Also das nächste Mal haben wir versucht, zu schnell meinen. Nee, ich kann das nicht mit dem Rennen. Ich muss da langsam. Mach lieber ruhig. Ah. Aber auch. Will die halt aufholen. Ja, ja, nee, das meinte ich ehrlich gesagt. Also das Eis, ne, oben. Wir, das Eis ist wenn wir alle 86 Level in dem... Alle 86 Leben, meinst du? Leben wegkriegen. In das müsst ihr euch das würdet ihr gar nicht schaffen, glaube ich. Ja. So viel Zeit ist unmöglich. Mehr. Also, wir haben noch knapp 11 Minuten. Okay, es ist nur noch das Springen, in Anführungszeichen nur noch. Das ist natürlich nicht easy, aber... Okay. Folge den Pfeilen. Vollgas. Nein! Ah, ja, nein! Aber das war sehr gut! Wieso soll ich die denn jemals schaffen? Oh. Weiß gar nicht, wo dieser Ehrgeiz. Nee, du bist kurz davor, Gregor. Das hast du jetzt schon dreimal gesagt. Und da kam immer noch ein Checkpoint. Ja, das stimmt. Dass sich langsam leider dahin arbeiten, das ist nervig. Ja. Wenn du da einmal festhängst, ey. Ja. Ah! Ach komm, alles so. Ich glaube, versucht nicht auf den Eisblöcken stehen zu bleiben. Versucht in einer Bewegung zu machen. Für euch ist das einfach. Zack. Sehr gut. So, jetzt nochmal. Concentration. Ach so, ich. Da drauf. Lebt ja noch. Geht noch? Genau. Genau, jetzt mal ein paar Mal links, rechts. Ja. Dann wieder die Pflanze, nein! Wieder zu spät, ey. Verdammt! Stark. So. Ja, das ist, was Fenska schreibt, ist nicht verkehrt. Leicht, mittel, schwer, densenleicht. Naja. Was ist da? Ja. Aber ich meine, jeder Abschnitt bringt dich ja schon hier ein Stückchen weiter. Ja, selbst wenn es jetzt hier nicht weiter ginge, wäre Team Luigi einen Tacken weiter. Für mich ist es mal ein bisschen weiter. Ja? Na, der Tipp war nämlich tatsächlich gut von Matthias. Das geht dann ein bisschen besser. Ja, das macht er auf. Gute Tipps geben. Der Arsch. Der ist sogar noch groß. Hilft das an der Stelle? Ich weiß es gar nicht. Ja, beim Bossfight. Also da, hier hilft es nicht unbedingt. Beim Bossfight hilft es halt worin ein bisschen. Worin bin ich beim Boss gestorben? Ich war ja einmal kurz da. Sehr gut. So, jetzt die eine Pflanze. Ich kann gar nicht hingucken. Das gibt's doch nicht. Ich kann nicht hingucken. Ja, kriegt der. Ein bisschen abbremsen, aber geht eigentlich sehr auch gut. Nicht. Sehr gut. Bum, bum, bum. Lava-Dinger kommen nicht hoch zu mir. Ja. Ich glaub nicht. Nice. Oh, das war gut. Du hast da... Einfach nur jetzt, krass. Jetzt. Oh, sehr gut. Oh! Gregor, das war schon ein bisschen Kaizo, oder Gregor? Oh. War das dein erstes sehr Kaizo? Sehr gut, Mario. Das war ja nicht Kaizo. Nee, aber es war schon, war schon knifflig. Also, ich habe auch schon mit Mario Merkel Mario gespielt. Man muss erstmal wieder in die Physik hereinkommen. Die ist total anders als bei den anderen. Ja. Aber kein schlechter Level. Ah, oh, gut. Okay, erste Welt durch. Team Mario. Sind jetzt auch im dritten Checkpoint. Waren drei, vier Level? Wie viele haben wir jetzt?
drei jeweils. Vier. So. Da drauf! Quatschig! So glitschig. Aber ich quatschig. Ach, quatschig. Okidoki-Poki. Ah, ihr seid knapp hinter denen, die Mario. Da ist noch alles drin. Okay. Auf diese. Ach komm, das gibt's doch nicht. Auf diese. So, jetzt sind wir unten wieder in Super Mario World Style. Noch 7 Minuten. Es ist ja nun mal super knapp. Man muss es mal sagen. Es ist ja ein Checkpoint. Mehr ist es nicht. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Hit sicher. Wie machst du denn. Wie, also. Den L oder R? Ja, L oder R? Und springen? Alles gut. Du machst das super. Ach so, ah ja. Dann zum Beispiel bist du geschützt, wenn du aus dem Dorf kommst. Da müsst ihr rutschen. Ja, rutsch, rutsch. Ja, das verraten wir. Ja, ja. Ich wusste das eh. Ja, deswegen braucht er das ja gar nicht sagen. Scheiße. Ah. Okay, aber das sieht gut aus. Sehr gut. Aber macht das gut. Und jetzt kommt auch der Todesfall. Jetzt viel laufen. Okay, natürlich. Mhm. Ja gut. Oh Gott. Naja, aber knapp. Aber sehr gut. Knapp. Sehr gut. Es war wirklich knapp. Starte ich da jetzt wieder? Nee, ich glaube nicht. Okay. Genau, da müsst ihr diesen Drehsprung machen mit der Schulter. Also das, genau. Ja. Deswegen ist er noch das Z. Aber du hast ihn vorher wenigstens einmal trocken geübt. Ich hab auf R gedrückt und ich hatte instinktiv aber auch den Daumen auf den Sprungbutton gemacht. Achso, die doppelt hält besser, ne? Dann. Oh Gott. Ja. Okay, ja. Geht der Versuch, ja. Schauen wir noch drin. Genau. Ah. Oh. Schade. Ja, nochmal springen drücken, oder wie? Ich glaube, ja. Okay. Genau, dann müsst ihr die Taste einfach gedrückt halten. Ja, oder so. Okay. Was ist denn? Da ist so, also, das ist so ein Sägeblatt, Valentin. Das macht Schaden. Das ist ungewöhnlich, ist ein bisschen deswegen. Tricky. Ich weiß, du hast es noch nicht, deswegen. Hättest du schon gesagt. Ah, sehr gut. Das ist nicht schlimm. Ah, ja. Könnt ihr euch aber auch merken fürs nächste Mal. Manu. Und checkt slow und steady. Slow and steady. Ja, slow and steady. Wären die anderen schon in Timbuktu? Naja, ein Level das weiter. Das ist ein Checkpoint. Das kann man nicht so nicht machen. Da ist Zeitdruck. Überall ist Zeitdruck. Der Chat ist auch schon bestimmt enttäuscht. Das war haarscharf. Könnt ihr mal mit euren Geräuschen da aufhören? Das nervt mich. Oh, haarscharf. Sehr gut. Okay, das. So, Goti Mario, ihr macht das. Yeah. Pass auf, was könnte der. Oh. Ah. So, Gregor jetzt aber gerade hier. Nein! Rennt, Sarah, rennt. Ja, ja, sehr gut. Sehr gut. Wow. Oh, sie hat's. Ah, sehr gut. Erste Welt auch abgeschlossen. Nice. Ja, und ich sag, boah, sehr gut, auch Team Mario wird den ersten Checkpoint schnell kriegen, 100%. Und dann ist wieder gleich auf. Ist wieder deswegen. Raus. Alles drin? Nein, und du musst dich so. 5 Minuten haben wir noch. So. Wie hoch war der Puls, Sarah, beim Rennen? Ja? Na klar, sie hört mich nicht. Nee. Der Puls ist hoch. Der Puls war hoch beim Rennen. Wie hoch war dein Puls, Sarah? Weiß ich nicht mehr. Es ist bedrängt. Hä? Wir sind ja noch, es ist ja noch alles es war drin, schon das aktiv. Ist halt. Ja, ich weiß. Na, nach rechts. Ja. Hey. Na gut, ihr seid direkt hinten dran. So, ein Checkpoint und dann habt ihr sie wieder. Checkpoint kommt schnell. Was ist denn, wenn wir beide bei den 30 Minuten am gleichen Checkpoint sind? Dann werdet ihr es zuerst schafft. Dann machen wir so lange weiter, bis der nächste Checkpoint geschafft ist. Ja. Ja, es ist auch nicht, glaube ich. Das ist ja was. Also, was ist das? Maximal 5 Minuten nochmal. So, du musst auch auf die Plattform, damit die runtergeht, aber erst wenn er. Ja, schwierig. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Gucken wir uns gleich mal an. Das ist immer so haarscharf bei Gregor unten. Aber man kann. Ah, ja, jetzt passiert's. Sowas. Okay. Exakt, das wollte ich versuchen. Das kannst du auch gleich mal machen. So, jetzt sehen wir oben bei Team Mario. Mal gucken, ob der Checkpoint erreicht wird. Also, ihr braucht auf jeden Fall gleich den Spin-Jump, ne? Nicht den vergessen. Ja. Kann man den mit dem kleinen Mario? Ja. Ja, ja. Kann ich da jetzt durchkommen? Sliden. Runterdrücken einfach. Ich kann ja nur. Ach, Mann! Ja, nicht loslassen, nicht einfach gedrückt halten. Hab ich! Dann hat es nicht genug Schwung, aber du musst komplett gedrückt halten, durchrutschen quasi. Ich glaube, du hast nach vorne gedrückt, vielleicht intuitiv. Nach rechts. Das kann sein. Wahrscheinlich. Ach, come on. Ist nicht schlimm. So. Ich bin eher wegen diesen Vertrauens-Issues, die ich jetzt gerade habe. Oh
Okay, Gregor, unten die Pokis. Also mit dem Spinjump könnt ihr auf die Pokis drauf hüpfen. Ah, gerade hat's funktioniert, deswegen. Das hat auch wieder gut funktioniert. Du bist nicht gespinjumpt und nicht auf ihn drauf. Ich hab diesen blöden rechten Schultertaste gedrückt. Nee, aber dann hättest du gespinnt. Nur nach unten. Da ist der Spinjump. Und jetzt nur nach unten drücken. Genau. Jesus. Nerviges Scheißding, ey. Ja, genau, und jetzt. Da müsst ihr das nämlich genau machen mit dem Spinjump. Ich schwöre dir, das macht er nicht. Da ist er. Da ist er. Sehr gut, sehr gut. So muss das. Perfekt. Jetzt haben wir wieder das. Und alle gleich auf. Gleich auf. Natürlich ein bisschen mehr Knowledge bei Team Luigi. Die sind ja schon eine Weile an dem zweiten Part, aber Checkpoint ist erreicht. Deswegen ist jetzt alles nur eine Frage. Jetzt kann alles passieren. Oh ja. Okay, ja, sehr gut. Das kann halt auch passieren. So, wir haben noch 2 Minuten 20. Eigentlich ist ja jetzt im Moment noch Gleichstand. Ja, wir machen es, bis der Part durch ist. Ja, ich befürchte auch. Was machen wir denn bis zum nächsten? Ja, gut, vielleicht. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja. Oh, der kann so sein. Wenn jetzt beide in einer Minute das schaffen. Ja, aber der ist ja halt gerade. Lass mich doch auch mal was ausprobieren. Okay. Ja, vergeigt. Ich dachte, du willst den auslösen, weil dann hättest du ihn nochmal. Jetzt sind wir wieder genau an derselben Stelle. Nee, ich wollte mich vor dem in Sicherheit bringen. Ja, das habe ich nicht. Ja, das ist ja. Eigentlich ist es ja so am besten. Wäre ja jetzt ja blöd, wenn jemand 4 Level vorne. Ja, eben. So ist es ja für die Spannung am besten. Also erst, wenn er von unten nach oben geht, dann nimmt das als Anlauf. Ja, ja, das Timing ist ein bisschen. Das schnippt er auch gerade. Also wenn er. Ja, nee. Ja, wenn er gerade Trick 17 ist unten lang. Gehen, dann mit dem Anlauf soll es kommen. Man gerät jedes Mal anders schwierig. Ja. Mal schneller und mal langsamer. Was ist mit ihm? Ja, ich glaube, da würde wirklich auch helfen, einfach den Spinjump ein bisschen mehr einzusetzen. Ja. Aber wenn du das nicht gewöhnt bist, ja, na klar. Ist das schon eine andere. Okay, das war zu spät. Ja, das habe ich gar nicht geachtet. Aber schöne Level, denn schreibt da. Ah, ja. Wie eine Gaming-TV-Commercial. Genau, und auch das mit Schwung springt man natürlich nochmal deutlich höher. Mhm. Ja, soll ich es einfach mal mit Schwung probieren? Nein. Ja, das Teilen haargenau falsch, leider, ja. Ja, eine Minute noch. Also insofern wahrscheinlich, wer diesen Checkpoint zuerst schafft, würde ich mal behaupten. Na, schau. Ich habe die ganze Zeit Sprinten sowieso vergessen. Das habe ich jetzt erst am Ende wieder gemacht. Ich wünschte, es gäbe eine andere Taste dafür. Genau, das ist genau das richtige Timing. Ja. Denk doch an den Spinjump. Laber doch nicht, während ich mich konzentriere. Mann. Hör auf zu labern. Ja, was? Entschuldigung. Wie soll man denn? Ja, das, hör auf zu labern. Ja, toll, da muss man halt trotzdem anhalten. Das geht doch nicht. Walle braucht Flights. Matthias, wir können ja hier was bringen. Du kannst ja auf. Da wäre jetzt zum Beispiel nichts passiert, wenn du da jetzt gespinnt wärst. Ja, aber ich kann ja nicht im Sprung einen Spinjump auslösen. Nein, du musst halt direkt mit dem Spinjump abspringen. Ach, okay, das geht. Einfach statt springen. Nee! Und dann geht der aber auch hoch oder dreht er sich nicht so hoch? Okay. Das ist ein normaler Sprung, nur dass du dich dabei drehst. Das macht nichts. Sorry. Ach, das ist doch. Einfach mal rückwärts gehen. Vielleicht ist da was versteckt. Gute Elden Ring-Manier. Ich wusste nicht, wie weit er mit seinem Kopf dann noch an mich ranfährt. Und deswegen wollte ich ein bisschen einen Schritt zurück einfach mal. Du meinst slow and steady. Ja, ist vollkommen richtig. Genau, aber du hast gesehen, dir passiert nichts, wenn der Kaktus dich von unten trifft. So. Okay, okay. So, jetzt unten. Guck mal. Schlimmer als jeder andere Kompi. Ich weiß gar nicht warum. Der macht jedes Mal was anderes. Sehr gut. Langs. Ich glaube, mir fehlen 100 Übungspunkte. Okay, ja, was? Ja, was hat er jetzt gemacht? Ja, was hat er gemacht? Ach so, ja. Wieso ist bei dir? Ah! Fuck, ja. Hängen wir fest? Ja, ja. Ja, aber da wär's gewesen. Das wär's gewesen. Ja. Aber das Knowledge ist ja, nicht zu unterschätzen. Nein, hätten wir nicht. Och, das ist doch. Ich verstehe nicht, wie man dann. Ich hab den Spin-Jump gemacht. Ja, wenn du bringt er noch drauf hüpfst. Ist quasi aufstacheln, drauf hüpfen. Rein ist immer noch schlecht. Ihr seid quasi unten geschützt. Durch die Drehung sind die Boots quasi aufgeladen. Ja. Gegen Stacheln. Gegen Stacheln, ja. Mann!
Mann, halt. Nee, aber nicht gegen die Stachel. Ja. Also. Schwierig. Ah, jetzt kommt wieder der Fiese. Ah, sehr gut. So. Ich hab diesen R gedrückt, aber gut. Okay. Ich verstehe es nicht. Ja. Mann, warum fährt der? Oh. Mann, ey, was ist das? Haarscharf. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es das war, aber ich gehe mal davon aus. Noch aber da muss das Ziel ja sein. Also da muss das Ziel sein. Es ist doch nicht euer Ernst. Gotta be fucking kidding me. Ich drück doch R. Ich nur die Schulter, das drauf und drücke R. Anstelle von B, das ist der Trick. Beim Abspringen, ne? Nicht in der Luft oder sonst was, nur beim Abspringen die Schultertaste. Anstatt den normalen Sprung. Ja. Ich hab's, glaube ich, einmal geschafft. Aber ja, du warst drauf. Ist er, sehr gut. Ist der halt komplett unkontrolliert. Also, da weiß ich nicht, was er machen soll. Verdammt, ja, ich war zu nah dran. Es ist doch wirklich so nervig. Crispy schreibt gerade, es kommt noch ein Boss. Ich weiß nicht. Ja, wir können ja sagen, wer zum Boss kommt. Also, das ist ja. Die Zeit ist ja schon abgelaufen. Die Zeit ist eigentlich schon durch, aber wir sind ja an derselben Stelle. Okay, das. Wohin geht's hier eigentlich? Stark. Dieser Kaktus. Diese Timings sind krass. Das ist schnell. Diese Kackbratze, ey. Ey, wirklich. Das, er lächelt doch aber so glücklich. Dieses dumme Grinsen. Ja. Scheiß, ich werde ihn. Ah, aber es war auch ganz schön tight. Ja. Versucht den normalen Sprung lieber mit dem Timing. Okay. Bei Mario. Also, er springt halt höher dann. Was sonst auch geht, was ihr sonst auch probieren könnt, ihr könnt natürlich auch unter den Kaktussen durch, ne? Über die Musiknoten. Ah, okay. Das könnte auch einfacher sein, eventuell vom Timing her. Also 5 cm weiter oben, das kann man dann da auch noch durch. So, jetzt kommt noch dieser eine. Gregor, sehen. Fokus. Ich muss da unten sehen. Nee, das schon. Ja, Safety, Safety. Oh, ich kann ja nicht. Unglaublich, ey. Das ist einfach nur eine Frechheit, was hier passiert. Ohne Scheiß. Benson, was hast du dir bei diesem Level gedacht? Das ist lange her. Leute in eine Sendung setzen und eigentlich geht es darum, wer als erstes durch. Ja. Ja, wir können auch natürlich sagen, noch mal bis zur Pipe oder so unten. Top Timing. Ach, können wir sonst auch, also. Das geht natürlich auch. Das geht natürlich auch. Dass wir sagen, wer jetzt als nächstes zur Pipe kommt unten. Ja, gut, wow. Jetzt habe ich über die Pipe nachgedacht. Und was kam bei raus? Nicht drüber nachdenken, einfach spielen. Ja. Ich die krasse fühlt. Ja, haben die an dem Level. Gehen. Oder auch nicht. Mit den 86 Leben wird realistischer. Ja, ich glaube auch. Na, stimmt, die Leben sind noch irgendwann aufgebraucht, aber. Naja, so lange machen wir es nicht. Ich check nicht, wann der sich wie verhält, der Dude hier unten. Mal ist er super schnell, mal nicht. Mann, und jetzt ist er viel besser als in den Runden davor. Besser. Das ist wirklich. So, zack. So, versucht mal oben, springt, wenn die oben in der Luft sind. Ja. Also gar nicht viel Anlauf. Stimmt, das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja, aber geh ruhig näher ran, also gar nicht mit Anlauf, sondern einfach, ja. Ja. Moment, ist mein Gregor ist gleich wieder am Bomb-Endgegner. Tipp erst jetzt. Aber wir sagen es jetzt mal, wenn man beim Boss ist, ist es vorbei, oder? Ja, ich weiß nicht, was der Boss. Also wenn da jetzt noch ein Boss kommt. Ja. Also schauen wir mal, ob Team Luigi so, jetzt aber schafft. Ja, oh. Bitte erlöst uns. Oh, krass, Alter. Ja, das ist Checkpoint. Okay, das ist es. Wir haben's. Boah. Oh, da wäre ja noch ein Boss gekommen. Aber wenn du ja, ja, ja. Ihr seid okay. Prank. Das ist kein Prank. Denn beim nächsten Mal reden wir nochmal über die Definition von leichten aber Leveln. Doch, aber das war doch jetzt eigentlich, war das doch. Hölle. Es war doch super tight. Das war wirklich tight. Es war doch tight. Eieieiei. Ah, ich finde, glaube ich, nach dieser wunderbaren Runde 2, die erfolgreich von Team Luigi bestritten wurde, kurzer Applaus. Ja, dicken Punkt. Ich habe den wenigstens zu Ende gespielt jetzt. Ja. So.
Stark. Danke. Haben wir uns, glaube ich, alle eine kurze Verschnaufpause verdient. Und wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, sind gleich wieder für euch da. Bis gleich. Hey, Valentin, da? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Mario Maker Team Duell. Wir haben Halbzeit. Zwei von vier Runden sind gespielt. Es steht 1:1. Schöner geht's nicht. Spannender können wir es nicht machen. Nee. Nur für euch. Das ist live. Das ist Entertainment. Wie sieht's aus, Team Luigi? Freut ihr euch über euren Sieg? Seid ihr zufrieden mit eurer Leistung? Ich bin beeindruckt von Gregor. Was anderes kann ich nicht sagen. Ja, ich bin froh, dass es 0-0 ist, weil sonst hätte ich mir jetzt einen über den Durst getrunken. Nach dem Level. Das war wirklich ein deprimierendes Kacklevel, kann man schon sagen. Ohne ja, das kann man schon sagen, ja. Kann man auch einfach mal. Ne? Also der Level war, ja, das war ein Kacklevel. Es war ich sag, der Level hat Spaß gemacht, aber es ist natürlich etwas, was du hier unter einer Drucksituation so nicht so wirklich spüren kannst. Ja. Den Spaß. Ja, das ist ja auch eigentlich ein Kompliment. Entschuldigung. Habt ihr die Drucksituation auch gespürt, Team Mario? Ja, das ja, noch. Die Formulierung noch so toll. Ja, das war wirklich schön. ja, das, ich glaube wirklich, dass es so eine Mischung ist aus, du hast den Druck, dass die anderen es schneller schaffen, dann willst du dich natürlich auch, willst du dem Chat natürlich jetzt nicht irgendwie enttäuschen und dann sitzt den du da. Den hast du dabei noch irgendwie im Auge gehabt? Nein, aber im Herzen. Ach so. Ja, aber du weißt ja, die haben dich voll angefeuert. Ja, das glaube ich, aber es war, ich habe wirklich versucht, die Contenance zu bewahren, aber nach Pokey Nummer 487 war es irgendwann nicht mehr möglich. Ja. Aber es steht ja, ist ja alles noch offen. Es ist alles raus, es ist 1:1. Es ist jetzt aus dem System. Wir kommen gleich drin. Auf, deswegen schmeißt die Pokies aus den Gedanken. Wir schauen uns einen kurzen Werbespot an und dann sind wir mit Runde 3 zurück. Isotonisch, vitaminhaltig, mit 0,0% Alkohol. Bitburger 0,0, immer ein Bit frischer. Wir legen los mit Runde 3. Gut, Runde 3. Nächste Bank. Wir machen Runde 3. Was geht schon wieder weiter? Von der war die Rede. Runde Nummer 3, wir sind wieder im Endless-Leicht-Modus. Aber auch das, Leute, die vor einem halben Jahr schon mal reingeschaltet haben, werden sich erinnern, die andere Kategorie, die wir heute spielen, ist Extra-Leben sammeln. Mhm. Es geht nicht mehr um die Levelanzahl, die er abschließt, sondern es gilt, möglichst viele Leben auf dem Leben-Counter zu haben, nach der Ablauf von 30 Minuten. Sterben ist nicht gut. Mhm. Pro Level könnt ihr maximal 3 Leben sammeln. Also wenn da oben 3 grüne Pilze zu sehen sind, sucht einfach das Ende des Levels. Ansonsten bleibt eigentlich alles gleich. Habt ihr sonst noch Fragen? Verliert man Level, wenn man ein Leben, wenn man skippt? Nein, nein. Also wenn ihr skippt nach dem Sterben, zählt der Tod trotzdem. Aber ansonsten kostet ein Skip kein Leben. Okay. Und ihr könnt nicht skippen, wenn ihr gerade kurz davor seid, in ein Loch zu fallen oder so. Genau. Dann lässt das Spiel das nicht zu. Ja. Ah. Mhm. Okay, sonst Joker sind auch wieder da. Scheut euch nicht. Genau. Dann heißt es Leben. Sammeln 100 Münzen, geben ein Leben. Das im Hinterkopf. Und dass die höchste Stelle an der Zielfahne am Ende zu erreichen, gibt auch nochmal immer ein Leben. Oder 8 Gegner in Folge töten, aber dann, das kennt ihr ja alles, das findet ihr raus. Das ist ganz easy. Gegner am Ende. Gut. Aber ansonsten starten wir mit dem Countdown. Mhm. Dann geht's los in 3, 2, 1, let's go. Let's go. Warum sagst du es? Er sagt es doch, der echte Mario. Ja. Der allerechte. So, jetzt kriegt ihr natürlich wieder unterschiedliche Level. Skippen ist wieder erlaubt. Das ist wieder random. Das ist die Zielbedingung. Gut, das ist das Haus vom Spike. Das ist nicht so aus, als ob das Gefühl. Das ist auch schon mal ein gutes Level. Ja, wir haben für Team Mario. Am Ende, ja. Wobei, es bringt ja kein Leben. Wir müssen ja wieder auf Leben, genau. Wir starten mit 5 Leben. Kannst ja nicht, aber jetzt ist natürlich ein Tod auch. Jetzt ist ein Tod ultra schlimm. Ja, was halt. Gemein. Deutlich schlimmer als vorher. Ja, ich glaube, bei beiden würde ich jetzt schon skippen. Ja? Ja, also oben, die hängen da fest, das ist, da geht gar nicht weiter, das sieht nicht nach Leben aus. Man könnte ja drauf stampfen. Man die killen kann. Das stimmt. Oder gegen Rollen. Sicher. Ja, das kommen wir überhaupt noch raus, Matthias? Hier, stampfen. Ja, okay. Ah, genau so. Lieber zweimal überdenken. Ja.
Gut, genau, Luigi hat erlebt von Wand. Warten tatsächlich, kurz überlegen, bevor man den Tod in Kauf nimmt, weil der ist ja jetzt... Der tut mehr weh als vorher. Ja. Was machen wir denn, wenn jemand Game Over geht? Ja, aber das, dann starten sie halt wieder mit 5. Also, das ist, das würde ich jetzt mal so lassen. Aber jetzt einfach ich weiß ja noch direkt resetten, das wäre natürlich ich weiß doch nicht, was irgendwas ist. Ich muss erstmal abwarten. Ich, also ich muss doch erstmal mit das Level angucken, um zu wissen, wo könnte ich überall sterben, wenn ich mega dumm da reinrenne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wenn du rutscht, ob du das. Ja, dann lass mir es lieber. Das nichts, Ach nee, ey. Ja, was machen sie da? Ich weiß es. Die sind zumindest angekettet. Ah, ja. Das ist natürlich jetzt scheiße. Weißt du, wenn die diese Dinger kommen in einer gewissen... Ja, genau. Jetzt habe ich es auch. Ja, Alter, geht's. Ja, Münzen nicht vergessen. Münzen sind auch ein Leben. Ihr habt nämlich schon 93. Okay. Nee, also... Da sind schon näher dran. Ja. Ja, das sind komische Level irgendwie. Ja. Dann doch lieber die Pokies. Das sagst du. Ja. Wir können zum Eis. Ja, aber da wäre ich gerade... Musst du das Timing jetzt checken. Okay, ja. Ja, aber war ein guter Gedanke von Gregor. Ja, warte mal, da fällt gleich einer rauf auf mich. Jetzt. Ja, ist offen. Okay. Frage ist, ob man das verhindern kann. Ja. Oh, welche Dinge? Da ist ein Shell. Ja, damit kann man Brötchen fahren. Ob es da unten weitergeht? Nee, das ist tot. Da nimmt Kim Luigi den zweiten Tod. Ja. Wollen wir skippen? Ja, aber also da ich, ist ich finde auch, das sind sehr verwirrende Level. Nein, das sind schon fast 2,5 Minuten, sind wir jetzt schon in den Level. Die 100 war nur ein Indikator. Ach, Boom Boom ist auch noch drin. Also das hätte ich ja. Wobei wir hätten da schon die Gegner helfen. Wir ja, dann machen das nicht schlecht. Aber ist gut, ja. Valentin hat da zumindest das Timing raus. So. Blind? Blind. Ja. Der Blind-Joker wurde gewählt. Die Augenbinde. Ich muss einfach nur runterziehen. Für Valentin. Und Sarah lutzt ihn durch. Das wird spannend. So. Autolevel bei Luigi? Okay. Würde ich tippen. Ja. Ja, ja, ich würde auch mal. Bleib dabei. Okay. Okay, aber leider kein Leben. Ah, bringt kein Leben, bringt nicht viel weiter. Das ja, haben wir? Ja, ist offen. Okay. Jetzt nach oben. Nach oben. Oh, jetzt nicht, jetzt sterben nicht Team Mario. Nach rechts mal langsam laufen. Rechts. Kannst sogar rennen. Wir haben aber ein Leben schon mit den Münzen. Sie müssen ja, nur noch ins Ziel. Dann, dann könnte man auch noch ganz oben. Ja, 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 ich glaube, da, so wie sie gerade laufen, ja, wird bestimmt einfach nur direkt unten das Ziel sein. Oder einfach nichts. Oder es kommt gar nicht. Da ist eine Chance auf viele Leben vielleicht bei Team Luigi. Ja. Ja. Also nur mit dem Post nicht. Oh, sie könnten es schaffen, ja. Aber mit verbundenen Augen. Nee, nee, auf und rechts drücken. Durch. Ah, ja. Super. Du bist, glaube ich, ne? Sehr gut. Nee, man hätte noch ein Power mitnehmen können und hinlegen können, aber das ja. Ja, stimmt, aber das ist ja auch eben. Also von der Höhe hätte es ja auch gereicht. Es war ja nur knapp daneben. Ja. Okay, 3-6, ne? Genau. 3-6. Ja, in aber dem Modus kannst du es natürlich viel schneller auch drehen, ne? Also hier ist ja, ja egal, wie viel Level du geschafft hast, wenn du jetzt in einem Level am Ende 3 Leben kriegst. Level 1 in Mario. Das ja, das ist ein toller Name. One. Ja. Oh, da hätten wir Katzenpower ab. Lauf mal langsam. Gefährlich. Blind ist hier jetzt gerade sehr. Nochmal hüpfen. Blindheit ist wirklich ein sehr gefährlicher Joker. Ja, blind ist hier super krass, ne? Weil du. Da verliert man schon mal schnell so ein Leben. Langsam laufen. Ich also immer kann nicht dann atmen, so lange uns bewegen. Okay. Das sieht nach einem Premium-Level aus unten bei Team Luigi. Also das, ja, das ist fantastisch. Skill wird da abgefragt. Jetzt oben raus. Direkt ich wette, du verweilen, was soll denn das? Und jetzt? Schon steht es nur noch 3-4. Ich werde mal sagen, aggressiv. Skippen? Achso, ja. Bitte? Warte, ich hab's noch nicht gesagt. Lauf mal langsam. Und. Ah. Nee, ist ein sehr cooles Level. Also, wow. Doch, doch, spannend. Unglaublich kreativ. Aber es gibt ein Leben. Aber es gibt ein Leben. Und jetzt steht es 3-4. Team Mario hat nur noch 3 Leben. Ah, das dreht sich so heftig schnell, der Modus. Ja, das ist so timingmäßig halt krass. Und das ist blind, wird sich auch also das Timing ist, glaube ich, für blind zu schwer einfach. Ja, okay. Dann weil das sagen. Und den Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Weltrekord. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Natürlich. Also das war auch gut nicht gespielt. Schlecht. Das war auch sehr Skill. Gut. Skill pur. Kannst du nochmal nachfragen? Ja, skip. Drück jetzt. Minus. Nee. Bin mal tot. Oh nein, aber zählt es jetzt? Ja, wir haben natürlich super viele Leben jetzt verloren, obwohl ich nicht drüber nachgedacht. Aber der Blindjoker? Ja, cool, dass ihr so viele Tipps auch gebt manchmal, ne? Bitte? Drück mal Minus. Lang drücken. Skippen, oder? Ja, genau, was ist das soll. Ja, der Blindjoker zieht einfach jedem Leben ab, also 100%. Aber wäre es nicht schlauer gewesen, wenn wir einfach nichts getan hätten, anstatt das Spiel zu spielen? Doch, skipp mal nicht weiter, ja. 10 Sekunden noch. Lauf. Ah. Spring. Okay. Warte. Ja, sorry.
Ja, gut. Ja, gut. Jetzt sind es aber auch wieder auf 5 Leben rauf. Das ist jetzt natürlich. Achso. Dadurch, dass sie Game Over sind. Was ist los? Jetzt seid ihr wieder bei 5 Leben. Also, ich hab die. Bei uns. Und wieder rein. Ja, oh, aber knapp. Der Gedanke. Wir haben verloren, wir sind Game Over gegangen. Deine Zeit fürs Blindsein ist abgelaufen. Und wir haben jetzt dadurch, dass wir Game Over waren, die anfänglichen 5 Leben wieder. Wir sind quasi. Was? Ja. Ja. Wirklich? Ja, so ist es. Aber das waren 2 Minuten verloren und sie waren ja vorher bei 6 Leben. Also. Moment, da müssen wir noch. Das haben wir vorher gesagt, das ist jetzt immer so. Reden. What? Ich find's jetzt auch. Wer Game Over geht, ist wieder bei 5? Also, wenn 5 reicht, dann habt ihr euch alle nicht angestrengt. Also. Aber denkt an die Joker. Aber bei Mario könnte man jetzt noch ein paar Leben vielleicht kriegen, wenn noch Gegner da sind. Oh. Ich muss aufpassen, dass der Stern nicht ausläuft, ne? Wenn die anderen mehr als kann nicht weit sein, weil die haben noch 4. Scheiße. Ah. Ja, dann macht's. Also, weil irgendwie ich raff nicht. Weil wir müssen doch kein Level mit dem Stern. Nee, aber wir müssen ja Münzen sammeln, um mehr Leben zu kriegen. 100 Münzen geben einen Leben. Das sind Sterne. Auch wenn die am Ziel sind, dann geben die auch alle Leben. Außer sie sammeln die natürlich alle ein. Aber da, kommt da jetzt durch. Da kommen die Gegner. Da gibt's. Der Kopf der Pflanze. Der Kopf der Pflanze genau durch? Ja, da gibt's Leben. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, mehr als 3 gehen nicht. Ihr könnt nicht mehr als 3 Leben holen. Haben. So lame. Ja gut, dann hättet ihr jetzt 70. Ja richtig, dann hätten wir's gewonnen. Ich dachte kurz. Nee, unten rum. Ich glaube, ihr müsst unten rum. Ah, wobei, da geht's auch anscheinend. Naja, wir brauchen auch die Münzen, oder nicht? Ah, shit, nee. Da kriegst du wahrscheinlich nicht. Weird. Ehrlich gesagt. Ja, ich hab überlegt, ob sich. Ja, mehr als 3 ist ja nicht. Lass die. Was war denn das Ziel? Ja, wahrscheinlich halt Stern. Nein, ihr braucht nur den Stern und sein Ziel. Sehr gut. Denkt an die Joker. Ja. Also, ja. Ja, dann noch? Müssen wir jetzt zu zweit an einem Controller spielen. Dann ist das so. So will es das Gesetz. Ja, dann muss Sam jetzt wohl 3 Minuten blind spielen. Och nee. Warte, dann mach ich kurz. Ja, wo ist denn die? So, jetzt geht's wieder ab. Okay. Aber lass mal einfach stehen bleiben. Okay, nicht die Lauftaste benutzen, ich versuche dich anzuleiten. Drück auf die Starttaste. Ja doch, weil andere Leute da jetzt halt einfach das war die sehr andere Starttaste. Leben generieren. Das okay, also. Das verstehe ich. Bisschen langsam nach rechts. Langsam nach rechts. Geh weiter, ja, kannst ein bisschen, Level. So, langsam, ja, vorsichtig. Ja, ganz weit. Ich glaube, ja, ist so schlau. Schön langsam einfach vorgehen blind. So, anhalten. Slow and steady wins the race. Ja. Das ist bei der Kategorie auch so. Ich würde da gar nicht so lange, einfach langsam vorangehen. Es geht ja auch gar nicht um Schnelligkeit. Geh wieder zurück. Und am abgeschlossenen Level. Jetzt wieder gucken, was man so bekommen kann. Ja. Und halt vorsichtig. Noch ein bisschen weiter, geh ruhig ein bisschen weiter. Ich sag, wann du anhalten sollst. Jetzt anhalten. Ja, bisschen nach rechts wieder. Steuerkreuz nach oben. Ich weiß mittlerweile, ich wusste nicht, ob ich nach oben springen. Bist du durch eine Tür gerade gegangen? Okay, oh, halt Y gedrückt, damit du gleich eine Sprungfeder aufnehmen kannst. Hast jetzt nach rechts. Sorry, ich hab's nicht gerafft. Und jetzt gehst du, hältst weiterhin gedrückt Y, ja, jetzt gehst du nach links. Das war aber auch, das ist wieder so, auch die, wie die Röhre platziert ist. Ja, natürlich. Die Spitze von der Röhre verdeckt ist. Y gedrückt die ganze Zeit. Ah, geh noch weiter nach links. Gleiche Level, ne? Und jetzt Steuerkreuz nach oben. Jetzt warten wir einmal kurz. So, jetzt springst du einmal. Ich hatte Y losgelassen. Okay, du hast losgelassen. Okay, dann halt Y gedrückt und geh nochmal nach rechts. Dann kannst du ganz oben landen. Es gibt so, und jetzt spring. Jetzt. Y jetzt einfach nur nach rechts drücken. Nach rechts und springen. Gab sogar noch ein Leben. Sehr gut. Keine Angst, hier gibt's noch nichts. Hier gibt's noch nichts. Okay, nochmal springen und weiter nach rechts. Ach, guck mal, ein Bagger. Anhalten, anhalten, anhalten. Okay, jetzt wird es ein bisschen gefährlich, weil es nicht. Ah, ja, ja, ist gut, ja. Aber ich verstehe noch nicht. Okay. Sind sie ganz gut da unten? Überhaupt was oder so? Ich glaube, das sollten wir skippen, weil ab hier wird es wirklich super gefährlich. Ja. Keine schlechte Entscheidung. Ja. Ist dann auch Katja raus. Bei Skippen muss Sam geht's jetzt weiterspielen. Ja, ich bin ja. Okay. Flappy Bird heißt der Level. Okay, das ist bestimmt so ein Jump. Oh Gott, was ist das für ein Level? Wahrscheinlich blind. Das ist Among Us, guck mal. Das ist ein Imposter. Okay. Da ist ein Vogel auf einer Leiste, der durch die Mitte des Levels automatisch geht. Geh nach rechts. Sieht eigentlich machbar aus. Ja, und sollte jetzt auch ein Leben geben. So, halte mal nach rechts. Achso, ich bin bei Mario gewesen. Ich bin über 3 Leben für die Mario. Sehr gut. Und wenn ich springen sage, dann springst du. Ah, spring. Okay. Springen und gedrückt halten. Ja, ich weiß gar nicht. So. Ja, ist doch springen. Flappy Bird, das kennt man doch. Ja klar, Flappy Bird. Einfach über, oh, da kommt ein Flappy Bird an. Warte. Ja, geht vorbei. Sehr gut. Spring. Oh, jetzt wird's aber Springen und gedrückt halten.
also den Sprungbutton gedrückt halten. Nach rechts, genau. Rechts. Am Ende, gerade waren wir wieder ein bisschen schnell. Ich muss, glaube ich, mehr stehen bleiben und erstmal gucken, weil wir haben die Zeit hier in dem Modus. Noch 20 Sekunden. Okay. Springen. Weiter nach rechts, die ganze Zeit. Kennt ihr den Propeller mit den Schultertasten? Könnt ihr jetzt fliegen mit der rechten Schultertaste? Warten. Wenn ihr die drückt. Aber auch trotzdem. Das könnt ihr dreimal machen. Genau. Springen. Einsammeln und gehen. Nein, das bringt nichts, mehrere einzusammeln. Vier. Springen. Drei. Loslassen den Controller. Eins. Warte ein paar Sekunden, weil jetzt kannst du gleich die Augenbinde abnehmen. Jetzt kannst du es abnehmen. Augenbinde ab und wieder. Und guck mal, ob du das dann nach oben entstattest. Ihr dürft wieder. Team Mario dürft auch wieder einzeln. Ja, genau. Du kannst dann noch die Erde. Ja, schlau eigentlich. Sehr gut. Aber ich kann es mir trotzdem kurz erklären. Aber da wartet lieber. Also riskiert jetzt nicht noch den Fisch. Warte. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass das geht. Okay. Ich dachte, das geht gar nicht. Du kannst, wenn du gesprungen bist, nochmal mit der R-Taste noch diesen kleinen Hubser nach oben machen. Ja. Eventuell kommst du so ran an die, ohne den Walljump. Okay. Münzen oder da unten, ich weiß nicht. Ja, ja, hat funktioniert. Das war nicht schlecht. Das war gut. Aber hier ja, 11-6 steht's. Sehr, sehr gut gemacht. Auch mit zwei Händen haben sie da ordentlich was gesorgt. Das war zum Glück kein schwerer Level. Einer, der sich dafür angeboten hat. Gut, der war wirklich prädestiniert fürs Blindenspielen. Der war richtig gut. Automatic Level, don't move. Okay. Sammle 600 Münzen. Das sind aber garantierte drei Leben. Ja, das stimmt. Kann jetzt eine Weile dauern, aber es gibt safe drei Leben. Sie lieber so langsam spielen. Ja, aber es sind garantierte Leben. Guck mal, wie viel extra Leben da noch. Wir haben schon eins. Aber solange wir zumindest noch leben, müssen wir mal mitnehmen. Weil dann verlieren wir. Aber es dauert, Nika. Das wird eine Weile dauern. Das ist echt naja, aber es gibt 50er Münzen. Ich glaube, ich würde es auch machen, glaube ich. Ich würde es wahrscheinlich auch machen. Aber also in dem Punkt jetzt die drei Leben mitzunehmen, aber egal. Und auf gar keinen Fall den Controller drücken. Das könnte jetzt, ja. Dafür ist es zu wild, das stimmt. Oh, Team Mario hat, glaube ich, wieder so ein Start-Screen-Level. Da hat jemand Langeweile gehabt, ey. Ja, aber ist auch schon wild zu bauen. Also muss man mal sagen. Guck mal, das ist eine 60er Münze. Da ist viel Arbeit dahinter. Ja, sag mal, Klaus-Dieter, was machst du mit dem Level? So, da musst du mit der Schulter das Ganze aus dem Auto raushüpfen. Aber du machst kaputt, ist auch okay. Was einfach spam alles. Wie viele Effekte wollt ihr? Ja. Sorry, wir brauchen noch mehr Effekte. Okay. Nice. Oh, da muss man schon rein, okay. Ah, da ist schon das Ziel. Da bin ich wieder auf den Kopf. Ja, mit den Forms drüber könnte es bei Mario noch wieder ein paar Leben geben. Hey, wir müssen den Level gehabt haben. Ich glaube, der Kanonenball, den ja. Ja, die Kanonenschuss hat leider den Boden kaputt gemacht. Ja, das ist ja super gebaut. Ah, Sarah hat schon das richtige Mindset. Ja, ich hab schon mal mehr als die Hälfte der Münzen eingesammelt. Also. Hey, der hat nicht gewartet. Ja, aber mein Gott. Mann! Ja. Nein. Wir haben committed. Point of no return ist schon erreicht. Ja, Point of no return. Ja, jetzt ist es lange erreicht. Ah, da war nur eine 50er Münze. Guck mal, wie schnell das geht. Also, ungefähr. Was, rote Münzen auch noch? Aber da fehlt ja nur noch eine. Es könnte sein, dass ihr am Ende manuell in die Tür gehen müsst. Das wenn ich frechheit. Ja, das könnte passieren. Ich glaube, der ist nur Show. Parken, das wird der Türsteher nicht so geil. Aber schon cool gebaut. Der Level ist schon ganz cool, aber auch scheiße. Ja, genau. Definitiv. Ein bisschen von beidem. Für jeden was dabei. Ja, ich habe es theoretisch verstanden. Aber ich war zu langsam für den. Wow. Aber um das nächste Hindernis zu bauen, musste er ja immer wieder alles vorher sich angucken. Also katastrophal. Gut, da ist der Schlüssel. Gut gemacht. Du kannst immer noch rein. Stark. Denk dran, den Schlüssel weiterzugeben. Nach der Controller weiterzugeben. Nicht schießen. Nach der Leistung muss ich Gregor erstmal ausruhen. Du musst dich erstmal ausruhen, mein Lieber. Ich muss erstmal einen reinpfeifen hier. Das war ein starkes Spiel. So, warte, die Mario noch auf dem Auto. 11-9 steht es. Genau, hüpfen. Weil du da links hoch musst, Mario. Könnte da gehen. So, jetzt müssen wir mit Handschuhen spielen. Oh, da ist der Handschuh-Joker. Ja, du musst mit Handschuhen spielen. Ja, wie mache ich Pause? Achso. Wir haben Halbzeit. 15 Minuten sind um. 15 Minuten noch zu spielen. Wenn ihr alle Handschuhe bei euch habt, ist das schwierig, ne? Achso, ja. Wir haben jetzt welche. Mit denen kam ich schon sehr gut. Deswegen möchte ich die auch einfach gerne haben. Okay, ich bin schon wieder Among Us. Hatten wir schon? Ja, das wäre jetzt schon ein sehr gigantischer Zufall, wenn es das gleiche wäre. Imposter steht da einfach. Okay, lauf durch. Sarah, da sind noch Handschuhe neben Walle auf der Couch. Drücken, aber ist nicht schlimm. Sass. Da kannst du fliegen mit R. Stark. Na geht's so, da komm ich doch her. Kommst du da oben durch? Oder? Muss ich nach oben? Nee, du musst da unten. Achso, ich muss da einen Durchgang oder was? Vergesst nicht. Nein, ist nicht. Okay, geh einfach durch die Tür durch. Oder da oben. Okay, geh da hier oben durch.
Sarah, wenn du noch Handschuhe willst, die liegen da. Ja, genau. Geh mal hier gleich links rein. Ja, aber leider kein Leben, schade. Vielleicht oben aber, noch? Ja, doch. Ja, gab noch. Die Forms waren da oben. Genau. In die Röhre. Ja. Ein Leben gibt's. Da müssen wir aber abwechseln. Okay. Ah, ganz schöner Imposter da, du. Hey, hey, hey. Im besten Fall aber hoch auf den Pfahl kommen. Mach schon trotzdem nicht. Ja. Wenn das Level dann irgendwann vorbei ist. Gehen wir hier direkt rein. Nee. Ich erkenne da keine Mornas bis jetzt, muss ich sagen. Also gerade war auf jeden Fall ein Imposter. Das ist wieder einer mit dem Nasi. Genau. Ah, okay, ja, ja. Gesicht nach unten. Was für ein Bullshit, Kunst. Ey. Ja, das ist absolute das Kunst. Das verstehst du nicht. Nee, nee. Da steht wieder einer in Weiß. Ja, irre, irre. Ich hab jetzt, glaube ich, gevotet. Oh, oi, oi, oi. Oder laufen wir im Kreis. Nee, ne? Da ist das Ziel und es gibt wieder Leben bei Mario. Nicht, okay, das nicht wenn alle sterben vorher, ja. Das ist halt, du musst halt auch ans Ziel kommen. Okay, warte mal. Okay, flieg. Weiß nicht, ob die Autos zählen, ehrlich gesagt. Weiß ich auch nicht. Ja. Super. Sehr gut. Sehr gut. Und ein Leben. Warum gab das jetzt wieder kein Leben? Weil ihr zwischendurch ins Auto gehüpft seid, deswegen. Ach ja. Aber so reicht, es gab es aber noch eins. Es gibt, egal für was, gibt es eine Sonderklausel. Das ist schlimmer als ein Mietvertrag. Nee, der Spinjump funktioniert aber nur, wenn du bei Mitternacht vorher dreimal um Lager fahren würdest. Ja, ja, aber gedreht halt. Da musst du den Schwung holen für den Spinjump. Den aber halt nicht. Nur auf der südlichen Halbkugel. Ja, ja, richtig. Für Nordhalbkugel ist nochmal anders. Das ist anders. Und Feuerlevel. Und ja, ihr könnt in diese Kutsche, wenn ihr wollt. Ja. Kann fliegen. Matthias, ja. Welchen Joke haben wir denn noch? Ihr habt noch Skip-Verbot, ihr habt noch hier sind zu zweit an einem Controller, die Handschuhe. Also meine Hilfe. Und noch 12 Minuten, sie alle einzusetzen, also haut drauf. Deswegen müssen wir sie jetzt. Dann würde ich doch jetzt beide an einem Controller spielen lassen, jetzt. Sehr gut. Okay. Ab dem nächsten Level, oder? Nein! Nee, ab jetzt. Mach direkt ab jetzt. Okay. Okay. Denkt an, was ihr. Ja. Schieß mit Y. Schieß. Ich mach den Rest. Schießen wieder mit Y? Nee, ich hatte Angst. Ja, das ist gut. Wir dürfen nicht sterben. Ja, das ist gut. Aber geh zurück und dann direkt Y spammen. Naja, das ist gut. Sie werden auch drei Leben kriegen unten. Da sind unten so viele Gegner. Alles gut. Doch, mit Y. Bowser wird gleich sterben. Gut. So, ist nämlich der Hammerbrüder da oben. Sehr gut. Der mit dem Feuer. Mario, der weiß. Okay. So. Alles gut, ist nicht alles ganz gut. Und Treffer. Ja, nur eins. Ich glaube, zu weit und nicht ja, die waren offscreen. Ja. Wir haben eh nur zwei Leben vor. 13 zu 11, das ist eine knappe Nummer, du. Das können wir noch schaffen. Ja. So, A muss gleich, genau. Ach, schon wieder wirklich immer mit der Spitze von der Fahne wegmachen. Als hätten die Leute gewusst, dass sie von Modus jetzt spielen. A, B, C, D, E, F, G. Das ist auch ein toller Name. Oh ja. Machen wir gleich. Sobald ich verstehe nicht, wie du mit dem Stick spielen kannst. Mal schauen, was da jetzt kommt. So, halt gedrückt Y. Oh, hast du die Zeit? Wenn ich springen sage, dann könnte nicht so viel Zeit geben. Das ist sehr gefährlich da unten, glaube ich. Das wird nicht klappen, einfach zu rennen. Oh, ich glaube, die bleiben hängen, oder? Bleibt man nicht hängen? Könnte mit der Zeit sein, halt. Okay, und spring! Ja. Boah. Wir haben immerhin kein Leben. 5, 4, 3, 2. Wie viel haben wir noch? Und die Handschuhe können Matthias, weg. Matthias, kommst du mal? Nee, das ist doch unsere. Dein Joker. Du wurdest gerufen. Achso, soll ich? Ja, okay. Okay. Weiter. Hey, wir haben jetzt nur noch. Nee, ich will Pause machen, weil da kann ich nicht sterben. Skip-Verbot, ja. Und ich kann noch helfen. Was ist dann nach Matthias? Ja. Okay. Sammel alle Münzen. Hier. Ach so, ja klar, sehr gerne. Ziel, okay. Bis gleich. Grüße an Densen. Ja, dann rufe ich aus. Aber kann man, da kann man ja nicht durch. Ich muss hier rum. Sammle alle 4 Münzen. Das ich glaub, vielleicht sollten wir skippen hier. Moin. Valentin. Na? Ja, okay. Na? Wie ist es die Lebenfarmerei? Du, es macht schon Spaß. Ich bin nur, ich wirke vielleicht gestresst, weil ich überfordert bin. Ich lerne halt gerade quasi alle Items auf einmal, die es gibt, alle Gegnertypen. Ja gut, das ist natürlich jetzt Mario Maker. Da gibt es halt auch alles, was irgendwie jemals in Mario war. Ne? Wenn man da jetzt nicht so viel Berührungspunkte hat, klar, dann ist das auf jeden Fall überfordernd, verstehe ich. Gut, genau, ich habe halt bei Super Mario 64 gespielt, das 3D-Ding, aber die 2D-Dinger immer nur mal bei Freunden kurz und das ist zu wenig gewesen. Aber ich habe Sarah an meiner Seite und die weiß halt alles und die kann mir wenigstens die Dinger erklären. Ja, jetzt sind wir unten wieder ein automatisches Level. Die gibt's halt sehr häufig, gerade im leichten Schwierigkeitsgrad. Ja, wir hatten die recht wenig bisher, aber bei den anderen habe ich es viel gesehen, als ich den über die Schulter geschaut habe. Wenn sie noch holen, Aber das da wäre es jetzt sogar best. Springen? Ah, ich will es nicht sagen,
Haarscharf. Da wäre es sogar besser gewesen, ja, wenn ihr unten ins Ziel. Losgelassen, aber wieso? Ja. Ich weiß. Weil jeder Gegner, der am Ende im Ziel noch zu sehen ist, verwandelt sich in ein Leben. Okay. Und die war jetzt offscreen, die beiden, diese ganzen Gegner, deswegen wäre es besser gewesen, wenn man unten an der Fahne springt. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Ja, aber die Infos für diese Challenge natürlich sehr wichtig. Ich wusste nicht, dass die Gegner sich in Leben verwandeln. Ja. Da muss ich gleich mehr drauf achten. Aber das andere Team offensichtlich auch nicht. Ja, offensichtlich. Bitte mit Handschuhen. Ja, gleich. Okay, Handschuhe. Oh Gott. Ja, das muss ich sagen, ist mein Lieblingsjoker, den zu bekommen. Ist der weil schlimm? Ich finde den nicht so schlimm. Nee, denke ich mir eigentlich auch. Ne? Also vielleicht gibt es noch fiesere Handschuhe. Ich habe da ganz gute erwischt gerade. Spielst du den mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick? Mit dem Analogstick. Die Augenbinde wärmt. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch das Ding. Mit dem Steuerkreuz wird es ja, schwierig. Genau, das glaube ich auch. Aber langfristig sollte man das wahrscheinlich schon mit dem Steuerkreuz würde ich auch sagen, dann trainieren. Ja. So, 3 Minuten. Mit Handschuhen. Hä? Ja. Oh, das ist so ein. Ich denke, bei dem Level, bei Mario muss man die Kommentare anmachen. Das ist bestimmt ein Quiz. Auf? Nee, weil die Münzen das, über dieses Level? Oben bei Mario war es gerade so ein Quiz-Level. Ja. Draufspringen. Aber warte mal, da kannst du auch machen. Rechts, 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 rechts. Machen wir die Röhre auf. Aber wir werden nicht rein können. Aber es kommt was raus. Springen, da unter den Blöcken. Blöcke. Kannst du da rein? Aber soll ich nicht? Nein, okay, der kannst nicht. Aber es kommt was raus, wahrscheinlich. Wir könnten doch 10 Gummas. Nee, komm. Ja, aber gar nicht. Du musst, ja, der Pilz war es, oder was? Du musst 10 Gummas besiegen in einem Sprung. Ja, das ist der Mario 2-Pilz. Das ist nochmal ein anderer Pilz. Dann kann man nämlich auf die Gegner drauf und so wie bei Mario 2 kann man die dann hochheben. Ah. Also ja, auch sehr speziell. Sehr gut. Aber das ist neben sich gehoben. Nee, so, 13 zu 12. Aber ich habe keine anderen Handschuhe. Wir brauchen Handschuhe. Gibt's da noch welche? Oh, Matthias, noch 20 Sekunden. Ja, richtig aufgeholt. Warum rennt der so schnell? Passt schon, danke. Du musst doch gar nichts tun. Ich geh ruhig schon mal in den nächsten Level. Okay, irgendwas Japanisches? Ah, gibt's nichts. Assi! Nee. Und noch 8 Sekunden, Matthias. Ich glaube, du musst weg. Ja, verdammt. Ja, ich habe 2 Leben geholt. Das ist. Valentin, du musst zurück an deinen Platz. Ich stelle zurück. Es war sehr schön mit dir. Ebenfalls, ebenfalls. Skip-Verbot machen wir jetzt bei euch. Oh, Skip-Verbot? Ich glaube, Skip-Verbot kann auch brutal sein. Kann, ja, kann gemein sein. Ich die Frage, was da ist. So. Damit ist die Hilfe weg und die Handschuhe sind weg. Ja. Gut, dann können wir gleich nochmal das Skip-Verbot raushauen. Und wir haben noch, also Team Luigi hat zumindest noch meine Hilfe. Genau. Sehr gut. Weil ja, ich konnte jetzt 13, gar nicht so viel sammeln. Also nee, das war nicht wirklich viel zu holen. 13, 13. Wenn es dir zu hart erscheint, Hoffentlich ist es ein Spaßlevel. Achso, nee, denn sind wir erst dran. Ah, schade. Die Ninja sind auch, die könnt ihr ruhig berühren. Die vielleicht, du kannst skippen. Ja. Rätsellevel ist vielleicht nicht so gut. Ich weiß nicht, wie das gemacht haben. Und die hatten Lensen noch nicht, glaube ich, oder? Du skippst. Oh, der Propeller. Also ich würde vielleicht warten, die hatten Densen noch nicht, die dürfen sie gleich noch holen. Und ihr habt noch das Skip-Verbot. Hä, hey, wie bitte nochmal? Ihr habt noch den Skip-Verbots-Joker und die haben noch die Densenhilfe-Joker. Ja, die Kombination würde ich jetzt nicht irgendwie vorschlagen. Nicht bewegen. Sich einfach hinstellen muss. Nicht. Ach, guck mal, krass. Nicht bewegen. Das war ein Autolevel. Dann skip gleich, bitte. Weil das oben ist Musiklevel. Achso, oben. Ich war wieder links und rechts. Ah, die Blume wird zum Leben zumindest. Drei Leben. Drei Leben, sehr gut. Okay. Ich weiß nicht, warum wir jetzt 3 Leben gekriegt haben. Weil jedes Sprite und Power-Up am Ende im Screen zu einem Leben wird, wenn man ins Ziel geht. Wenn es mehr als 8 sind. Also ab dem 9. Sprite im Ziel bekommt man ein Leben. Aber die waren überhalb des Ziels. Also es war einfach jetzt. Deswegen, das war schwer zu erklären. Okay, die Handschuhe können ab. Ah. Den skippen wir. Ja, schade. Skip-Verbot aussprechen. Wir holen Densen. Okay. Ja. Gut, dann düse ich mal rüber. Bist du rüber? Ja. So, Matthias meint jetzt, dass wir schlau. Skippen wir das? Trainieren. Ja, lass das. Du hast natürlich Densen. Noch mal eine bessere Einschätzung. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Da machen wir doch. Verdammt? Nicht habt zufrieden? Gehört. Nee, wir waren quasi das dran und dann kam ein schlechter Run gerade bei uns. Ja, sind wir wieder auseinander. Ja, schade. Ja, gerade war es ja gleich, aber dann haben glückliche 3 Leben bei. Aber wir müssen nochmal drüber reden, über das wieder mit 5 anfangen. Das ist für mich -5 dann dafür mindestens, wenn du einen Neustart machen musst. Das ist ein bisschen schwierig, weil du musst das Level dann auch trotzdem skippen. Muss ich jetzt da durch. Und wir hatten halt vorher gesagt, also ich muss -5 Leben haben. Beim nächsten Mal können wir darüber reden. Dieses Mal hatten wir es vorher gesagt. Also kann auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es lieber habt. Matthias, hast du einen Tipp zufällig? Ihr könnt euch da durchbomben. Also runter Y ist es, glaube ich, für die Bombe. Mhm. Oder hoch Y. Ah ja, ja, okay. Da ist die Bombe.
Aber müssen wir an den Goomba? Ich denke, der Goomba wird den Schlüssel haben. Wenn ihr den tötet. Aber kein Leben. Das ist kein Leben. Ah, da ist der Schlüssel. Wenn du nicht zu schnell alles. Ja, die Zelda-Level habe ich schon also vergessen, was da nochmal die extra Tricks waren. Ja, die sind nochmal ein bisschen komplizierter, das stimmt schon. Cool ist das schon, aber das hast du natürlich dann nicht sofort drauf. Ich wollte durch die Tür. Ja, vor allem mit dem Schild dann noch so und so weiter. Und irgendwie jedes Zelda-Level, habe ich das Gefühl, ist immer ein Tutorial für Zelda-Level. Ja, also alles abfragen. Man muss es nochmal lernen. Das wird, wie viel haben wir noch? Okay, ihr dürft doch wieder skippen. Ja, stark. 4 Minuten noch. Und ihr habt noch das Skip-Verbot. Lass ihn, du kannst reizen. Nimm das Schwert noch. Ja. Ja, sehr gut. Nochmal ein Leben extra. Drin. Wir nehmen, was wir kriegen 16. können. 16? Das Schwert mega wichtig. Nee. Ja, einfach das kriegen sie nicht hin. Okay, sehr gut. Das war mir wichtig. Der Abstand ist nicht allzu groß, das kriegen wir noch hin. So, okay, es sind noch 3 Minuten 40. Insofern so würde ich den letzten Joker langsam aussprechen. Team Mario. Ja? Den Skip-Verbots-Joker? Ja? Würde ich jetzt noch aussprechen. Nee, den haben wir kombiniert gerade. Den haben wir schon ausgesprochen. Achso, dann läuft die Zeit dafür noch nicht. Oh, ach so. Warum nicht? Da, die haben doch. Ach so, aber wir haben jetzt die ganze Zeit nicht geskippt. Nee, ich habe nicht geskippt. Okay, dann sagen wir jetzt noch 2 Minuten für den. Der lief zeitgleich mit dem Densen-Joker. Genau, wir wollten den kombinieren. Ah, direkt gleich. Ja, gut, dann machen wir den für dieselbe Zeit. Dann ist er gut. Dann ist noch eine Minute. Dann ist doch safe. Und Stern ist natürlich auch sehr gut. Oh, geil! Das ist doch. Love it! Was wir brauchen. Team Mario war auch schön. 3 Leben. Sehr gut. Ja, ich habe ein bisschen Angst, einfach nach vorne zu gehen. Einfach weiter. Ja, sehr gut. Machst du es ja, lieber nicht. Sehr gut. Ja, das bringt die Mario auch 3 Leben, sehr gut. Die letzten 3 Minuten laufen. Oh nein, auch 3. Warum? Das war ein schönes Sternlevel. Das waren sehr viele Gegner. Erlaubt. Richtig gut. Sehr gut. Stark. Warte, also. Noch nö. Geben wir uns noch mehr Türen, bitte. Es kann ein Level auch zu Ende gehen. Nö, kann ruhig noch 30 Sekunden gehen, finde ich. Links oder rechts? Rechts. Fies, das ist wie fies. Sehr gut. Geht alles auf. Ach, ja, das wäre so gut, wenn man mehr als 3 haben könnte. Ey. Okay, was sagt aber die Zeit? 16 Sekunden noch? Ja, soll ich weiter? Ja, sehr gut. Münzen noch ein bisschen einsammeln. Das sind die Oh, Gottes Willen. Das ist ja mega random. Okay. Ich dachte, das wäre ein gutes Level. Jetzt hat beim Team Mario gab es auch 3, ne? Ja, und vor allen Dingen guckt ihr dieses Level an. Nein, ach nee, wir haben 15. Oh mein Gott, das ist doch einfach frech. Was ist das denn? Sie waren gerade schon da und dann kamen Swarms von unten, weil sie zu lange gebraucht haben. Also ja, sind schon einmal dran gestorben, aber trotzdem. Das ist doch frech. Das könntest du aber nicht. Ja, ja, das konnte ich auf jeden Fall 3 Leben. Jeder einmal stirbt. Aber die haben auch schon wieder 3 bekommen. Warum haben die denn immer so geil? Ja, das Level war wirklich. Das war jetzt wirklich lucky. Also, das waren solide 6 Leben, Team Mario. Sehr gut gemacht. Also wirklich sehr gut. Reingelangt mitnehmen jetzt hier. Das rentiert sich nicht. Ja, das lassen wir durchziehen. Ja. Ich hoffe, dass der sich aber beeilt hier und nicht nur. Ja, ja, das wird jetzt. Also, das könnte jetzt noch eine Weile dauern. Und es sind noch 2 Minuten in dieser Runde. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aushalten wollt, dieses Autolevel. Oh, aber 6 Leben jetzt in 2 Minuten zu holen, ist auch knapp. Was macht der Weiße? Ah, shit. 748, wieso macht man das? Ah, oh, okay, geil. Ah, okay, ja, gut, vielleicht geht's noch mal was. Super, super, super. Ja, ja, ja. Boah, das super, super. Klar. Weil sowas kann ja auch mittendrin sein. Ja, eben, das weißt du halt stimmt nicht. Schon, das stimmt gar nicht. Das und jetzt sind wir eh zu committed oder so. Ja, ja, ja. Jetzt, da kommt, ja, das, der fällt jetzt direkt in die Nintendo. Guck mal, das ist noch was. Ah, nee, doch nicht, aber fast. Das nächste ist es. Ja, sehr gut, die Münzen mitnehmen. Team Mario ausgezeichnet. Wieso haben die schon wieder so ein Münzenlevel? Es ist doch wirklich die absolute. Und da ist das Ziel, jawohl. Ja. Jetzt aber die Spitze noch mitnehmen und dann haben wir es. Ah, da, oder nimm die mit. Guck dir das an. So muss das sein. Die kriegen einfach vorm Ziel noch Leben in Blöcken. So. Okay, das ist unglaublich. Aber ihr seid zumindest durch. Weil wir es verdient haben. Weiß ich nicht. 24:18. So, 40 Sekunden noch. Es könnte eng werden. Ja, schaffen. Haben wir jetzt? Nee. 24, 18, also noch 6 ja, Leben schnell in 30 Sekunden. Wenn ihr euch anstrengen könnt, das aber auch. Einmal bekommen. Schwierig. Ja, ich kann aber noch 24 mal sterben jetzt. Ja, ja, gut, Walle, also go for it. Das kriegt er hin. Wollt ihr Mut machen? So. Ja, die Zeit lassen wir noch natürlich ablaufen, aber. Hey! Mann! Nein! Da musst du draufstampfen. Retti! Ist das gut? Nein, nichts ist gut. Ach so. Nichts. Auf das Ausrufezeichen eine Stampfattacke drauf machen. Aber es sind noch 4, 3, 2, 1 und vorbei! Und der Fairness halber ziehen wir Team Mario auch wieder 5 Leben. Die 5 können wir noch abziehen. Komm, wenn wir dabei sind. Zum Glück! Gott sei Dank, ja. Zum Glück! Puh! Also schreibt es trotzdem in die Kommentare. 19, 18 würde ich sagen. 19, 18, ja. Das ist richtig.
Oh. Team Mario gewinnt Runde Nummer 3. Herzlichen Glückwunsch. Danke, das war purer Skill. Ja, das war schon Skill. Das ist eine Lüge. Das ist, ne? Ja. Das ist die Kombination. Noch, wir haben noch drei Leben gerade gekriegt. Das dürfen wir ja noch fertig machen. Na, genau, eure, es ist ja auch die Kombination. Hattet ihr ein ähnliches Gefühl wie wir? Ich bin gerade durch. So, wir sehen, der offizielle Punktestand ist 19-18, weil die 5 Leben werden natürlich abgezogen am Ende. Genau, da hat Gregor ja schon Punkt, die 5 Leben, die da. Ja, damit ihr euer Regelwerk dann rechtfertigen könnt. Hat funktioniert erstaunlich gut. Denn, aber so ist das hier, denn das ist live. Entertainment pur. Hat doch gut funktioniert. Ich bin, ja. Was sagt ihr? Ihr seid auch zufrieden? Ich merke schon, ja. Ich bin mega begeistert. Also ich fand's, ich wollte gerade sagen, ich fand es ein bisschen gemein, wenn man sich die Levelaufteilung anschaut, aber das ist random, das ist live, was soll man schon? Genau. So ist das halt. So ist das halt und es ist jetzt auch nur, ne? Ja. Der einfach nur 2-1 steht jetzt und ihr habt ja noch eine Runde 4 und da ist nichts Ausgleich. Random. Da ist nichts mehr random, da ist purer Skill am Start. Oh Gott. Aber das sehen wir jetzt hier in Runde 4. Er ist noch nicht das Finale, es ist erst Runde 4, aber das Finale kommt danach. In Runde 4, da könnt ihr einmal wieder zurück zur Levelauswahl geben, denn wir geben euch einen erneuten Code. Leute, die in der Community im Chat mitspielen wollen, können auch bereit. Könnt natürlich live mitmachen. Demselben Zeitlimit. Denn wir haben ein Level von den ein Level. Aber wirklich, da könnt ihr, glaube ich, ich will mich nicht aus dem Fenster legen, weil ich meine, man kann gar nicht sterben. Es geht nur darum. Sind da Pokies im Level? Nein, nein, nein. Das ist auch kurz. Es geht darum, ja, es gibt verschiedene Wege. Das werdet ihr gleich sehen. Ja, genau. XQG. Hm. 7MW. Das ist halt auch schön. 79G. So. Können wir noch ein paar. Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Die Superzahl ist die Mario-Mütze. Können wir noch ein paar von diesen Codes eingeben? Das ist sehr entspannend. Sehr entspannt. Genau. Das ist es. Da spielen. Das Level heißt Gipfelstürmer. Ihr könnt schon mal auf Spielen drücken und Start drücken. Also direkt pausieren, wenn ihr im Level seid. Also, ihr werdet es gleich sehen. Ihr müsst nach oben kommen. Da ist das Ziel. Es gibt verschiedene Wege. Und ihr habt jetzt gleich ein Zeitlimit. Und müsst versuchen, so schnell wie möglich durchzukommen. Drückt mal kurz Pause, und, genau. Genau, drückt beide Pause. Und nur euer schnellster Run zählt. Also wir machen hier Beat the Record quasi. Mhm. Die schnellste Zeit muss immer geschlagen werden. Wer am Ende den besten Run hat, der hat es geschafft. Ihr dürft so oft neu starten, wie ihr möchtet. Genau. Wenn ihr sterbt, wieder fangt ihr von vorne an. Ihr habt 30 Minuten. Und welches Team, die am schnellsten durchgekommen ist, gewinnt. Genau, also es gibt viele Wege, das sage ich euch schon mal. Ihr könnt am Anfang euch auch Zeit nehmen, vielleicht zu gucken, wo gehe ich am besten lang, aber findet es heraus. Ja. Ihr notiert alle Zeiten dann? Genau. Immer nur die besten. Also sobald ihr ins Ziel kommt, vielleicht kurz warten, wenn wir euch sagen, dass wir die, wird die Zeit eingeblendet, dass wir sie kurz notieren können, aber ansonsten, wir halten es im Blick. Okay. Was ist der? Ja, genau. Okay, das klingt funny. Gut. Dann starte ich den Countdown und sage in... So, dann machen wir jetzt erstmal gemütlich. Drei. Müssen wir auch immer wieder hin und her wechseln, Entschuldigung. Ja, bitte. Okay, gut. Also, drei, wenn du gut durchkommst, kommst du durch. Eins, let's go. Also, da müsst ihr noch in die Pipe, weil ich gesagt habe, ihr müsst nach oben. Ja, da in die Röhre und dann geht das Level los. Okay. Achso, da rein. Geht auch. Ja, genau. Also, ihr werdet es gleich sehen. Müsst ihr für euch entdecken. Aber der Weg nach oben ist das Ziel. Quasi ein Getting Over It Level. Genau, es ist Getting Over It. Und man kann auch überall mal runterfallen, aber man kann nicht sterben. Man kann nicht sterben, ist gut. Ja, wo ist der schnellste Weg? Es gibt sehr viele Wege. Und ich wette, es wird auch erstmal 5 Minütchen dauern, bis man selber so für sich überlegt, wo komme ich am besten hoch? Was ist die einfachste, Passage? Schön scouten. Und dann noch die Execution. Ich würde auch erstmal so schön 10 Minuten erstmal nur für Scouten nehmen. Ja, gut, da kann man sterben. Da muss ich auch, also an den Eiszapfen könnte man sterben. Ja, das kann ich sagen. Gut, dass du dich nicht aus dem Fenster gelehnt hast. So, und da ist schon quasi... Also da würde ich jetzt halt direkt sagen, nicht war das zu kompliziert, was du da gerade gemacht hast. Komm rein! Niemals zu schnell. Genau. Oh, da geht's noch weiter. Ja, aber da gibt's auch Staffel. Das sind so One-Ways. Die Pfeile blockieren. Da könnte man noch sterben. Vorsicht. Ja. Okay, da unten ist das Ziel. Da ist das Ziel. Das heißt, die Bestzeit ist jetzt erstmal von Mario. Die Mario. Ja, die dunklen sind nicht runtergekommen. Ja, also die Bestzeit ist zurzeit... 58,47. Ihr seht, der Weltrekord ist 19 Sekunden. Haben wir aufgeschrieben? Ja, haben wir. Okay. Könnt weitermachen. Jetzt.
Oh, ich hab direkt. So, also wir brauchen nur die beste Zeit. Die individuelle Zeit von euch spielt ja eigentlich keine Rolle. Wer genau am Ende den besten Run hat, der hat's gewonnen. Genau. Also 58 ist jetzt von Team Mario der Maßstab. Warte, ich mach's. Geh mal kurz woanders lang. Also du, entweder bekommst du da auch. Ja, guck mal, die werden schon schneller. Versuche. Team Luigi ist da schon versucht. Wir haben es schon mal exakt mit dem Level gemacht. Also da gibt's wirklich. Ich wüsste jetzt wahrscheinlich nach viel Ausprobieren, was der vermeintlich beste Weg ist. Aber es gibt viele Varianten. Kannst du mal links rum? Nein, hier wollen wir nicht vereinen. Oh, die Donuts, ja, die sind recht fix, wenn man sie gut erwischt. Ich liebe ihn. Mann, das war alles versehen. Und es kann auch so frusten, wie Getting Over ist. Das glaube ich, wenn man dann noch einmal verfällt. Ich habe mich ja jetzt auch an der Ninja Challenge kurz versucht. Ja, ja, ja. Aber ich habe das Level noch nicht geschafft. Ah, okay. Also bis morgen wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp. Aber Denzel baut immer in Super Mario World kleine Hacks. Genau. Genau dem Prinzip. Und dann kann die Community sich immer battlen. So ist es. Und das ist neue Bestzeit. Neue Bestzeit von Luigi. Genau. Das müsste dann, was war bei 99, also 51 sein? Ja, das gucke ich mir an. Ja. 50, 5, 9, 1. Alles klar. Also 50, 5, 9, 1 ist jetzt die Bestzeit. Habt ihr? Ja, haben wir, danke. Ja, ja, ja. Da links kam. Oh ja, da sind so. Aber du bist jetzt wieder oben. Das ist ja richtig Getting Over It-mäßig, Mann. Es ist auch wirklich Getting Over It-Feeling, ja. Aber wir müssen schon einfach aufstellen. Ja. Wahrscheinlich entweder links oder rechts. Also, nee, das ist klar. Also, ja, gut, mir fällt gerade auf. Also, wir haben gesagt, ihr gebt die. Nicht damit. Wir haben gerade gesagt, ihr gebt die Controller weiter. Ihr dürft aber natürlich jederzeit neu starten. Und Neustart heißt auch Controller weitergeben. Insofern. Ja, ich kann hier auch nicht mal aufhören. Also, da guckt mal, dass ihr es fair haltet. Ich will mir dann zumindest diesen Weg gerne angucken. Schönes Schneelevel. Ja, die Musik ist gerade auch schon sehr hart, wenn es gleich parallel läuft. Das ist doch gute Musik. Ja, aber es läuft halt nicht, ne? Von beiden Leveln gleichzeitig. Und wenn es sich überlappt, ist natürlich ein bisschen fies gesagt. Geht nur über den einen. Ja. Es sieht nicht so ganz verkehrt aus. Wir sehen gleich schon immer am Level-Indikator, wenn man ins Ziel kommt. Dann kann man schon mal so eine grobe, hat man eine grobe Vorstellung. Oh, da wäre die Ball, ja. Hey, was ist denn dieses? Ah, das wird eine neue Bestzeit auf jeden Fall. Wieder verbessert. Ja, also ich schon. Noch nicht durch, aber wenn sie jetzt nicht irgendwo sterben. Jetzt sind wir ja hier, hä? Ja, ja. Sehr gut, das ist eine 40er. Ja, wahrscheinlich. 4 sollte vorne sein. Ja. Okay, neue Bestzeit von Team Luigi. 40,5. Haben wir, okay, danke. Ist egal, dann mach du erstmal. Vielleicht schaffst du ja diesen linken Weg halt mega schnell, weil es ist ja eh klar, dass du unsere Zeit aufstellen wirst am Ende des Tages. Oh, beide exakt synchron, aber in die Röhre gleichzeitig. Sehr gut. Was macht man denn hier? Ja, das ist gut bei Mario, also, glaube ich. Ja, das ist nice gewesen. Okay. Das muss man immer nach links machen. Aber du sparst dir den Weg da unten. Also so, so ein P-Switch-Weg. Luigi geht natürlich rechts. Aber du hast den Umweg nochmal gemacht. Ja. Aber das hilft, das ist eigentlich nicht schlecht, der Part da hinten. Wenn du da durch bist. Ja. Ja, ist auch nicht verkehrt, die Route. Die gefällt mir auch, muss ich sagen. Oh, nice. Da geht's nicht lang. So. Aber jetzt ist rechts hoch. Hier, genau, jetzt müssen wir da. Ah, das könnte auch eine neue Bestzeit jetzt bei Team Mario werden. Ja, ja, ja. Ah, ist auch ein guter Weg. Ja, deshalb Luigi ist schon mal keine Bestzeit. Ich bin für sowas. Ja, okay. Und ja. Nee, das ist eine 46. Mathe ist auch so ein kleines Steckenpferd von dir, oder? Ja, das ist eine 43 oder so. 42 ja. Ist alles klar. Wie viel? 24 haben wir? Okay. Ja. Würdest du sagen, ab einer 4? Und 4, 8, alles klar. Neue, du perfekt. Nee, das glaube ich nicht. Weil, guck mal, so schnell. Da ist noch, da ist keine Gefahr. 46 werde ich niemand schlagen können. Also, ich werde es versuchen, aber. Nee, warte mal, so bist du nicht, ne? Du bist nach links. Also, ihr könnt natürlich auch, die Community kann natürlich auch das Level spielen. Ich glaube, auch bei jedem Levelstart steht die ID nochmal neu da drin. Ja. Könnt ihr mal versuchen, was ihr für eine Zeit macht. Schreibt es gerne in die Kommentare oder in den Chat. Falls ihr da schon bessere Zeiten aufstellt. Was macht das hier? Eine Standattacke machen. Kannst du, glaube ich, noch in den Modus. Okay, dann, ach, hier kann man hoch. Ah, genau. Sorry. Ah, der Weltrekord hat 19 Sekunden. Also das ist wirklich extrem. Das ist schon hart. Ja, ja. Aber na, da sind auch Stunden reingegangen. Ja. Ah, ah, das wäre eine richtig gute neue Zeit. Ist immer noch möglich. Ja. Oh, das Spiel ist so schwer. Okay, da komme ich nie wieder hoch. Mit den Zeitanzeige. Ja, besser wird das, glaube ich, auch nicht. Dank Eisphysics, ja, die wir alle mögen. Ja, jetzt ja, aber bei dir wusste nicht, wenn du das Gefühl hast, können wir ja eh neu starten. Ne? Ich weiß nicht. 41, ja. Ja, ist aber nicht so weit weg. Ja, links ist 40 ist immer noch 40, eure Bestzeit. 5, 9. Ich glaube, rechts ist theoretisch perfekter, aber... Ja, 20 Sekunden, da musst du richtig perfekt den Weg erwischen, wahrscheinlich mit direkt mit dem Jump immer weiter laufenden durch. Woher weiß man, dass eine Wand ist? Nur Erfahrung? Oder gibt es so... Also,
Weil manche haben ja so andere Outlines. Wenn ihr den P-Switch benutzen wollt, der ist ja nur einmal da, dann müsstet ihr jetzt neu starten, wenn ihr da wieder lang möchtet. Das wissen wir, danke. Das, ja, okay. Das ist eine gute Idee, ne? Okay, ich gebe dir nur ein bisschen Übung. Ja, gut. Nicht schlecht. Ja, okay, nee, ja, doch, das ist tatsächlich eine gute Idee. Weil bis dahin. Vielleicht kannst du bei mir auch noch ein bisschen. Ja, ja, ich weiß nicht, bist du eigentlich schon bei der. Nee, nee, also es ist ja richtig. Da hoch. Genau, und dann bist du schon, ja, eigentlich. Ja, das ist schon so. Ja, und dann, ja, das ist, sieht auch gut aus, weil dann war Gregor schon mit einer 120 Sekunden oben. Ich versuch's jetzt mit dem. Ja, ich glaube, wir können noch. Was sagst du, wollen wir das mit dem Controller weitergeben? Aushebeln? Ja, doch. Ja, oder? Heißt, ja, mit dir sowieso neu starten, kannst du es ja sowieso. Ja, wo waren die? Aushebeln, insofern. Die beiden, ne? Ich glaube, es ist spannender, wenn einer sich einspielt. Oder? Ja. Okay, dann ihr müsst den Controller nicht mehr weitergeben. Okay. Aber dürfen wir? Ihr dürft, also das ist vollkommen euch überlassen, aber ihr müsst jetzt nicht mehr wechseln. Ist ja, aber ihr könnt theoretisch ja auch immer neu starten. Was war das oben? Ja, warte kurz. 36. 36, jo. 30, okay, neue Bestzeit, 36.058. Ihr könnt weitermachen von Team Mario. Nee, nur bei uns, glaube ich. Ach so. Aber ja, mit jedem Run weiß man natürlich wieder besser, was kommt. Jetzt auch oben die Chance. Oh, das sieht gut aus. Mit einer 18 in die Pipes. Nicht schlecht. Ah, ist mal gut. Oh, schön. Aber es war schön, eigentlich sehr gut gemacht, ja, mit dem Abbremsen. Ja, ich habe kurz gedacht, jetzt springt deine Staffel, aber hat er gut gemacht. Eine 36 dann wahrscheinlich, ne? Ja. Auch eine 36. 36,6. Reicht nicht ganz. Reicht nicht ganz. Wir sind ein Tacken. Was reicht nicht ganz? Es war eine halbe Sekunde langsamer als Team Mario. Oh, scheiße. Ja, dann noch auf jeden Fall du weiter. Ja, schade, der ist jetzt weg. Ich werde auch ein bisschen. Du kommst drin quasi da in dieses Weiße rein. Ach so, mhm. Okay. Ja. Mhm, jetzt hast du weg. Muss eh hier noch weg. Ach man, der. Ich glaube, ich habe für mich noch einen. Ja. Das ist jetzt aber. Ja, kurz hängen geblieben, ne? Na doch, das reicht. So. Das wird jetzt eine Luigi-Zeit. Die Luigi holt sich auf jeden Fall eine Bestzeit. Das ist eine 31. Boah, der ist schon 31 irgendwas. Als wir gerade. Das ist ja so ein paar Mal machen. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Ja. Neue Bestzeit. 31.342. Dann hat man auch keine Zeit, ne, wenn einem das passiert. So, jetzt im Schwitzermodus. Zack. Du musst beide, oder? Nee. Achso. Ich würde sagen, aber tendenziell hat die Mario schon die schnellere Route. Wir sind noch nicht so in Execution. Das, also es ist halt die trickiere Route auch einfach. Das ist die Bühne, ja, die du eben nicht hochgekommen bist, ne? Aber die Ranke ist, glaube ich, nicht so schnell. Weißt du nicht, die hängt da, weil man da irgendwie doch hochkommt? Weil dann wärst du viel schneller. Ah, 22er Pipe unten. Glaube ich, gerade war es eine 24er. Hm. Das bringt mir nichts. Nee, nee. Nee. Ja, ist der aber gut rein mittlerweile. Also es ist eine 32. Die sind Gregor, kommt rein. Meinst du? Ja, ist eine 32er Zeit. Langsamer noch? Ja. Okay, ich mach noch ein paar Mal. Ja, aber jetzt kommt man in diesen Speedrun-Modus. Das ist Arsch, Neustart. Arsch, eine Sekunde Adrig noch da und neu starten und neu starten. Mag ich ja sehr gern. Ja, aber start nicht direkt, noch üb lieber den Weg. Wir haben so viel Zeit. Wir müssen ja jetzt nicht die Zeit knacken. Ja, die Ranke macht es natürlich ein bisschen leichter. Ja, aber dann ärgert es auch. Aber ist nicht das Schnellste natürlich dann, ne? Oh, genau den Stachel getroffen. Jetzt Mario. Du hast doch gesagt, man kann nicht sterben. Ja, ja, das ist Deko, die Eiszapfen, ja, die Deko. Neu starten. Ich habe gezögert am Anfang. So, Fokus. Wieder exakt gleichzeitig, ja, gestartet. Ich guck mal Gregor ein bisschen zu und guck mal, ob der einen anderen Weg nimmt. Ah, das stark mit den Haken ist schon gut. Oh ja, der hat den übelsten Tief. Okay, jetzt. Ja, ich sag, ja, das ist was für anders. Links. Ja. Okay, Walle schaut auf jeden Fall ab. Das heißt, wir haben wahrscheinlich den wieder besseren Weg als die. Ja, gut. Hier ist mit den Eisphysics. Mario, eins. Oh, das könnte Bestzeit werden. 22er Pipe, ja. Das könnte Bestzeit werden bei Mario. Mal gucken. Ja, das ist ein bisschen zögerlich. Ja, das ist eine 34. Wir haben den aber auch noch nicht komplett auf. Aber, was geht denn? Ja, rein. Das, 34, 1, 2, 2. Okay. Machen wir jetzt keinen Speedrun. Ja, die 30 knacken wir auf jeden Fall. 25er Pipe, das könnte jetzt die 30 werden. Und zwar hier links.
kann man irgendwo hier was drücken und dann kommt so eine Riesenranke, die bis ganz nach oben. Ja, ist eine 30. Meinst du? Ja, ist eine 30. Ist auf jeden Fall eine Verbesserung. 30 irgendwas. Genau, und dann musst du in dem 30088. Das ist neu. 30088. Unter 30 kommen. Dann ist man halt hier. Ich weiß nicht, ob das schneller ist. Ja. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ein bisschen. Ja. Gut, das also die klauen jetzt auf jeden Fall erstmal gesagt. Genau, deswegen ist ganz schlau zu gucken, warum haben die eigentlich solche schnelle Zahl. Ja, Slide ist bester Track, das stimmt. Ja. Da verschwendet man halt eigentlich schon Zeit, wenn man da. Ja, guck mal, die Mario auch mal mit der Luigi-Route. Das ist natürlich trotzdem gut, aber. Ja, wir haben jetzt auch mal die Ranke genommen. Anderen Weg optimieren. Das machen wir gleich, aber das hab ich hier. Das triggert natürlich das Rutschen, ne? Das ist. Ja, Eisphysik. Was zum Scheiß. Sorry. Besser halber als brauner. 22, das könnte auch eine gute Zeit werden. Das geht, ja. Das ist auch wieder eine 30, aber eine niedrige, glaube ich. Also ja, eine hohe. Ja. Viel niedriger geht es ja auch nicht mehr. Eine hohe, meine ich also. Aber ja, 30,8 oder sowas. 30,9, ja. Muss es ja scheinbar. Also, wenn sie das sagt. Ja, der Rekord ist irgendwas 19 irgendwas, ne? Mhm. Sehr gut. So, jetzt. Oben, ja, guck mal. Und auch. Boah, das ist super, wenn sie jetzt in die 5 kommt. Aber das war's ja trotzdem. 25 ist. Zeit. Rekord Pace. Jetzt auch, ja. Und es ist auch eine 30er Zeit. Okay, auch eine 30. Ein paar Hands. Ja, aber direkt die nächste. Gregor auch schon wieder. Ja, jetzt sind sie alle drin. Das ist geil. Und das ist eine 29. Das ist eine 29. Eine 28 sogar. Eine 28er Zeit. Unten ist eine 28. Wir müssen mal gucken. 28,7. Ja, 761. Krass. Okay, gehen jetzt beide Teams die gleiche Route? Ich bin überrascht irgendwie. Das ist also die Ranken sind beide, aber ich glaube, danach wechselt es gerade noch. Pflanze ist eigentlich ganz gut. Ich glaube, Team Mario ist aber auch nicht so ganz eins. Die suchen gerade noch den besten Route, also, die ist ja auch nach Zeit. Der Ranke. Ist ja auch, wir sind gerade mal Halbzeit, also da ist noch alles drin, da kann man noch komplett nochmal neu lernen. Aber jetzt kommt man auf jeden Fall gut durch schon. Okay. Genau, guck jetzt, Luigi experimentiert nämlich auch jetzt nochmal. Die sagen jetzt unter 30, jetzt gucken wir nochmal. Team Mario versucht jetzt gerade die Route ein bisschen zu optimieren. Ja, das wäre auch gut gewesen. Ja. Hier hat er gezögert, aber das ist ja, nicht schlimm. Abpipes, sagt der Chat, ja, das ist schlimm. Abpipes, ja. Wer die in sein Level baut, der gehört. Da könnte man jetzt im Prinzip, seht ihr, könnt ihr resetten. Ja, aber super. Ich weiß auch noch nicht, ob das Ende also der richtige ist. Ihr seht es eigentlich, sobald 120 oben noch ist, könnt ihr eigentlich schon resetten. Und das, glaube ich, ist nicht so ein Flow wie. Ja, wie das stimmt. 120 ist. Anderes. Gilt es zu zeigen, zu ja, schlagen halt. Jetzt eigentlich suchen, genau, weil wir. Ich glaube, die Mario mit so spürt ein bisschen Blut im Kopf. Haben. Ja, drin, genau. Aber ab hier vielleicht eher nach links anstatt nach rechts oder so. Weil das ist so weit weg. Ja, aber bei den Ringen, das geht nicht schneller als so einfach. Ja, aber ab hier, guck mal, kannst du so gefühlt durch. Die Ranke bringt dich jetzt viel mehr hier in der Mitte durch. Also, vielleicht Mario nochmal am Ding. Ich glaube ja. Also, ich bin auch nicht sicher, aber ganz links ist schon stark. Ich glaube auch. Ja, da kommen so aber da kommen dir natürlich auch viele Eisbälle entgegen, hier Schneebälle. Ja, da musst du das Timing raus haben. Ja. Aber wenn du dann gerade im Speedrun-Ding bist und dann immer wieder dasselbe Timing hast, dann kannst du es halt auch irgendwann auswendig lernen. Viel schneller, wenn du den machst. Ich weiß auch gar nicht, wo Gregor seine Zeit her hat, ob er vielleicht sogar genau das gemacht hat. Bleib halt hier schon hängen. Das sind halt so Zehntel, aber. Ja, das sind die Couch-on-Couch-Modi, die ich so mag. Ja. Wo man so richtig schön grindet. Das hatten wir auch einmal Couch-on-Couch war mit Trackmania, wo dann wir erst die Runden gebaut haben für die gegnerischen Teams und dann die Bestzeit aufstellen mussten. Das war auch. Und da geht's ja auch dann um Millisekündchen, ne? Ja. Oh, das ist bei Luigi jetzt. Oh, 25. Hallo, Mario, guck mal. Oh, 28er Pipe. Okay, jetzt sehen wir eine neue Bestzeit, wenn nichts noch nicht noch was schief geht. War das eine neue Route? Ich glaube, ja. Ah, das ist eine, eine 27. Das eine 27 sein. Und das war nicht mal, es war sogar noch mal mit Hängen. Ja, da ist noch mit 27, 8, 2, 8. Das ist wirklich eine gute Zeit, Mann. Hammer. Ja, aber die sehen das jetzt wieder. Die Mario liegt vorne. Die haben ja auch schon was geklaut. Oder? Und es ist Halbzeit, aber noch 14 Minuten. Die haben die beste Route auf jeden Fall. Ich habe nämlich bei denen auch jetzt einen Komplett-Run zugeguckt. Und das ist ein guter Modus, der funktioniert gut. Man kommt rein, also mehr. Am Anfang ist man total überfordert mit dem großen Level irgendwie und denkt, uff, was ist das? Aber
gegen die rankommt, dann aber links. Ja, ist aber auch gut, dass also, du hast du noch mal ein bisschen großer Level bei der halben Stunde, hast auch noch mal ein bisschen mehr Zeit zum Experimentieren und so. Ja, wenn man da nicht hängen bleibt, dann kommt man auch mit einer 30 in die Playa. Aber ansonsten ist die Route sehr gut, glaube ich auch. Ich kann es bei Mario. Da seltener hängen bleibst auf jeden Fall. Das ist so schön, diese gerade die letzten drei Stufen einfach in einem Flow durchzunehmen. Ist da echt von Vorteil. Sehen wir uns jetzt total schwer. Ich glaube allerdings, dass die Ranke immer noch ein bisschen Zeitverlust ist. Ja, ich glaube, die Haken werden schneller. Aber hier machen doch beide gleich. Und wo ändert sich jetzt die Route? Ich glaube, da jetzt. Bei Mario. Mario geht rauf und dann links rüber. Ja, und da braucht man Schwung. Ja, das ist halt das Problem. Das ist so ein bisschen, um da hochzukommen. Ja, guck mal, Luigi geht jetzt aber auch die Route. Guck mal, die haben jetzt haben sich abgeguckt. Ja, ne? Ah, wobei, ja, guck mal, dann gehen sie unten lang. Das ist oder sagen sie nicht, ne? Also da oben lang ist ja viel besser. Ja. Und dann kann man nämlich da lang. Okay, das ist, das ist. Ohne den Zwischensprung. Ah ja, jetzt wird wieder schön parallel. Also, das finde ich cool, ja. Wie cool, gleichzeitig beide hochklettern, ja. Das finde ich richtig gut. Beide. Ja, aber nochmal für Knowledge einfach weitermachen. Ja, genau. Einmal austesten, ne? Gut, Mario ist gut dabei. Den hier dann hoch. Genau. Und dann hier, dann mit Schmackes, genau. Der okay, Mario der scoutet aber dann da und dann den ganzen. Ja, und ja, dann könnte man auch direkt hoch, glaube ich. Ja, ja. Das muss ich das Timing mehr erstmal wieder aufwerfen. So, 12 Minuten noch. Ja, dass du dieses Schwingen nutzt. Das war der Moment, wo man das also die Ranke am Anfang zu nehmen, ist gar nicht so verkehrt. Also das ist schon okay. Ich meine, das ist safe. Ja, ah, was mach ich denn da? Ups. Ey, ich fuck falsch mich. Taste. Rage quit bei Gregor. Den Style. Hack dich nicht ab, wenn wir führen. Och. Ich hatte kurz überlegt, die Kandidaten vorher zu poppen und nochmal zu sagen, so ja, die einen spielen mit Mario, weil der ist Allrounder, Luigi ja, kann natürlich höher springen, Toad läuft schneller. Nein, das ist hier natürlich nicht. Aber es wäre eigentlich schön, dass so wäre. Ja. Ja, der ist wichtig für sowas. Und man als Creator ja dann bestimmt, ja, welchen Charakter man hat. Mhm. Also das ist Level darauf auslegst, ja. 27, hatten wir das schon? Und 28. Oh. Okay, das ist jetzt super knapp, beides. Jetzt ist nochmal die letzten Zentimeter. Aber Gregor kommt in der zweiten Hälfte ein bisschen besser durch, mit dem Sprung. Das ist ich hasse alles. 28. Ja. Das war knapp. Das ist 28 unten, ne, bei Team Luigi. Und wir haben, was ist Bestzeit? 27 ist immer noch. Okay, ja, 27 ist immer noch das Beste. Unterzufallen oder kannst du nicht. Ich habe mich sehr langsam gefühlt. Wir waren schon bei 28. Ja, es war eine Sekunde. Du machst auf jeden Fall am Ende das sehr gut. Okay, da krieg ich noch zwei Sekunden raus. 11 Minuten noch. Also ihr habt noch Zeit. Aber wenn das ein bisschen sicherer läuft, dann musst du dich nicht so aufhalten. Ja, das Warten fühlt sich natürlich doof an. Das ist die safe Variante so. Da kannst du aber auch ein bisschen die Zeit lassen. Das macht es natürlich konstanter. Ja. Boah. Aber wenn es wirklich um Speed geht, ach, ist das Scheiß natürlich... Okay. Sehr gut, Mario. Sehr gut. Ah, 1,29, 28er Pfeil. Das... Gerade noch rüber, das kann doch... Uiuiui. Aber jetzt ist es mega krass. Jetzt kommt es ja wirklich auf eine halbe Sekunde an. Ja, ja, ja. Nein, das ist eine 26. Das ist eine 26. Das dürfte ein Rekord sein. Ja, das ist eine 26. Ja, ein bisschen was geht da noch, aber nicht viel. 26,799. Boah. Mhm. Ah, sehen wir die 25 noch? Ja, die 25 schon noch. Da drin sein. Wie macht jemand Cannonball. Ja, der hat halt bestimmt. Aber ist auch fast eine. Er holt ja, ich finde, Gregor holt am Ende nochmal ein Sekündchen raus. Also auch mit einer. Ja, ja, das ist gut. Oh. Ah, nee, das war jetzt aber auch nur eine. Nur? 29. Ja. Oh. Aber du hast eher einen Sprung davor schon zu viel gemacht. Ich glaube, der hätte. War sogar eine 29 geschlagen. Ja, ja, dann das wieder, war ja. Also dieser eine Sprung war ja, um die Eisphysics zu. Ach so, ah, ja, stimmt. Dafür ist der, ja. Stimmt, es geht gar nicht ohne den, ne? Naja, sonst drückst du halt ewig gegen und dann bewegt sich erstmal nicht, weißt du? Ja, ja. Ja, das halt, wenn du die Ranke nimmst, dann musst du sie nur auslösen, weil du musst ja sowieso auf sie warten. Hast dann ja, jetzt hier ist es eigentlich egal, wie lange du brauchst. Du musst auf sie warten. Aber grundsätzlich, wenn du Speedruns machst und irgendwo warten musst, fühlt sich das A immer falsch an. Ja, das war so gut. Das war gut. Gregor, auch gut gemacht mit dem kleinen Zwischensprung, um das Rutschen zu verhindern quasi. Mhm.
Aber das macht Sarah auch schon die ganze Zeit, um die Eisphysics auszuhebeln. Oh, das war jetzt, oh, wow, das wär's gewesen. Schade. Oh, scheiße. Oh, scheiß Abpipe. Oh, Gottes Willen. Oh, Gott. Nach dem dritten Mal war es ein Gag. Schon klar. 27, 9, nein, da ist aber, nee, immer noch nicht an die 26. Der Tor war so, oi, oi, oi. Ich da hochgeflogen, eigentlich. Wow. Mann, Sarah wurde geabpiped. Ja. Die Abpipe ist auch. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist nun mal so. Das ist echt ekelhaft. Oh, das war jetzt aber falsch bei Mara. Weil das bringt dir nichts. Nur die linke Ranke. Ja, da. Nee, guck mal, die ist nämlich auch kacke. Stark. Haben wir das auch mal gesehen? Willst du noch testen, ja. Ich dachte mir noch so, ja, ist ungewohnt, aber ist vielleicht auch okay. Ja, aber gut in die Pipe gekommen. 1,24. Ja, vorher leider. Halt ein bisschen Freiheit. Nummern hier. Jetzt muss man immer sofort. Starke Runde, ja, total. Ach, deswegen auch die. Weißt du, wenn, dann ärgerst du dich halt. Der Sound von der Glühbirne. Ja. Wenn du die linke Ranke machst, ja, der Loose von der rechten, weil die rechte ja irgendwo aufhört. Quasi fand ich das noch nicht so wichtig. Aber jetzt total, ja. Das Gemeine ist natürlich, wenn du im hinteren Teil langsamer bist, den hinteren Teil zu trainieren, kannst du natürlich nur über den vorderen Teil halten. Genau. Ne? Ich hasse mich so sehr. Das ist wirklich. Nee, hasse ich nicht. Genau, ja, über Körper. Du bist hier aktuell die Beste. Noch 7,5 Minuten. Aktuell für Team Mario. Team Mario liegt vorne. Halt minimal. Nah beieinander. Es muss ein guter Run und schon ist vorbei. Deswegen. Warum sagt das unser Teammate? Weiß ich nicht. Ich moderiere hier erstmal. Ja. Ihr legt vorne, macht das super. Ihr seid oh, jetzt aber bei Luigi, come on. Ja. Gregor, mach es. Fokus, Sarah, gar nicht. Nein, ist auch die Pipe. Oh, das wäre fast eine 30er-Pipe gewesen. Aber 28. Okay. Ah, da, glaube ich, zu viel Zeit verloren. Oh, come on. Come on. Ah, das ist eine 27. Eine 27, ja. Nah dran, aber. 27,0 sogar, ja. War ja, 0,2 Sekunden irgendwie, ja, oder 3, ja. Und oben, ah, war schnell. 20er Zeit. War fast eine 29, ist gerade umgesprungen. Ich warte drauf, dass da in den Eiszapfen noch springt. Das ist so eine Scheißstelle. 27. Knapp. Ich glaube, wir hätten eine Bestzeit, wenn das da nicht. Das hier 24,4 ist wirklich der. Oh ne, wir haben eine neue. War das eine neue Beste? Ja, nee, das war eine 29. 26,7 Bei Gregor 29er Pipe. Aber wir, ihr habt noch die Beste. Ihr habt noch die Bestzeit, aber die gerade war langsamer. Hey, wir hatten doch jetzt eine 4,5,5 und keine 7,5,5. Gregor hat eine 26. Ihr hattet, ja, jetzt ist eh egal. Ihr hattet eine 27,5 und ihr habt eigentlich eine 26-Rekord. Und der neue Rekord ist die 26,2. Ja. Wir haben eine 26. 26,2,4,5 von Team Luigi ist jetzt Team Luigi. Ist das das Schnellste? Ja. Okay. Neue Bestzeit. 6 Minuten sind es noch. Ist noch alles drin. Auf jeden Fall. Das ist nicht gut. Krass, einfach nur so ein paar Hundertstel, ne? Das ist richtig. Ich glaube, das hätte ja eben schon geklappt. Gut. Kann das Ende nicht. Wie viel wir noch rausholen können. Also bis zur Ranke, beide gleich. Ist doch egal. Obere Etage, beide Teams. Ja, ich glaube, sie haben mittlerweile dieselbe Route einfach. Okay. Wir gehen beide nach links, dann über die Pilze und dann darauf. Ah, diese Abhype. Die waren halt auch wieder, das waren 2 Sekunden. Finde ich voll doof, du kannst ja gerade nichts machen. Nein, finde ich voll okay. Also, ich hätte hier eh nichts gerissen. Schade. Ich weiß nicht, was jetzt los ist. Ganz ruhig, einfach genauso entspannt wie. Also, kann man von Entspannung bei einem Speedrun reden kann. Ich weiß, warum ich sowas nicht. Alles drin, noch 5 Minuten. Die letzten 5. Jetzt kommen wirklich die Grinden. Jetzt, ja. Da haben wir die 30er Pipe, das erste Mal. Was heißt denn die 30er? Ja, also, dass 130 oben steht, an dem Level-Timer. Oben. 25. Das ist eine 25er Zeit. Oder? Stark. Ja, auch nicht, egal. Richtig stark. Das ist richtig, ja, das der hat das jetzt. Also. Ja, nein, hat er nicht. Doch, er hat 25,683. Achso, ja, aber Sekunden du kannst dich immer noch schlagen. Wir haben noch 5 Minuten. Luigi. Ich glaube an dich noch. Du, du bist noch 5 Minuten. Ich bin am Ende trotzdem mal gespannt, wo es schneller geht. Sehr gut, Sarah. Das ist die 30er. Ah, 29. Boah, ja. Alter Schwede. 29. Da ist noch was drin. Ja. Wow. Stark. Oh, ist ne, stark. Aber ist eine 26 auch, ist, ne? Ja. Ist eine 26. Aber eine ganz niedrige. 26,0, sag ich. 26,0, ja. Aber du bist sehr nah dran. Sehr nah dran. Das ist sehr nah beieinander. Drin.
Noch 4 Minuten. Ich glaube, die was anders macht. Ich bin schon bei jedem Tier, da kann ich jetzt schon neu starten. Ja, das ist, glaube ich, oh Gott. Ich guck mal, was die überhaupt machen. Jetzt werde ich auch langsam nervös, dass ich gleich ran muss. Ja. Oh, das ist aber super spannend. Ja. Ich finde das ist mega geil. Ah, schade. Oh, das war richtig. Oh, gerade umgesprungen. Oh, 1,29, ja. 29er. Ah, da hat er Mistzeit verloren. Aber 25, die nächste 25. Sieben, keine Verbesserung. Keine Verbesserung, genau. Oh, jetzt oben bei Team Mario. Ja, schade. 3 Minuten 20 noch. Also ich sag auch gerade extra wenig, weil das lenkt eigentlich eher nur ab beim Konzentrieren. Fokus. Hier wird nicht mehr viel geredet. Nee, jetzt will man auch. Also, nee, jetzt ist... Jetzt will man wirklich alles geben. 1,29 gerade rum. Boah, das ist super schnell da runtergegangen. Mhm. Wieder eine 25. Könnte. Also das ist jetzt auch schon, ich meine, der Weltrekord, und da haben wahrscheinlich Leute Stunden. 3,92. Ja, besser. 25,392. Müsste ja auch drin sein. Aber ist 19 und da haben Leute Stunden dran gespielt. Ne? Und das immer eben in einer halben Stunde. Da sieht man doch, hier gibt es auch Skill bei Rocket Beats. Zack. Da leider hängen geblieben, sonst wäre das auch super gut. 30er Fall. Jetzt am Ende noch. Ey, das kommt ja auf die letzten 19. Fuck! Ah, mach weiter! Das ist als ob, come on. Okay. War das auch eine 30? Rego, und der bleibt unten hängen. Oh, ist das schlimm. Das ist der schlimmste Modus zum Angucken. Das ist ja. 2 Minuten noch. Ja. So eng, das finde ich ja mega, dass es so knapp ist. Oh, Stein. Dieser Bonk ist. Ja. Boah, das ist 29. Ist da drin. Auf 1, 2, 8, der Chat. Wow. Auch eine 25. Auch eine 25. Wie viele? Was ist die? 25,3 ist der Rekord. 2 und hier haben wir eine 25,7. Schade. Oh. Das ist echt nicht mehr viel. Das ist echt noch. Genau, Shoutout an der Stelle auch mal an ChrisBeats 2808, der ist auch im Chat, der hat dieses Level nämlich gebaut. Ja, Crispy. Ganz sehr, Ding. Sehr passend, ja. Der weiß bestimmt, wo der schnellere Weg ist. Der hat das auch ein paar Stunden länger gespielt, glaube ich. Das ist gut jetzt. Idee, ja. Nein, dieser Bomb, der Bomb, diese eine der Ecke. Aber boah, aber das war fast eine 31. Das ist auf jeden Fall motivierend. Ja. Zu viel. 25 unten haben wir wieder. Ja, 25. Aber ich glaube nicht, dass schneller ist. Okay, einmal können wir noch. 3,62. Doch, ist besser sogar. 25, 3,62. Was war denn vorher? 3,92. Wow. Jetzt gehen wir in die Tausendstel. Oder weil ich damals springen musstest. Nö, weil ich demotiviert bin, weil er gerade noch einen Rekord gemacht hat. Deswegen habe ich mal gestartet. Nee. Schaffen wir noch einmal? Ja, einmal schaffen wir noch. So, die letzte Run bei Team Luigi. Ich würde sagen, bei 0 wird nicht mehr gerestartet, oder? Genau. Ups. Doch, einmal noch. Fuck. Schade, das war so gut. Letzter Run. Genau. Nee, einmal dürfen wir... Ja, ihr könnt restarten. Noch 7 Sekunden. Also ihr könnt auch noch einen machen. Einen darf ich noch? Einen darfst du noch. Letzten Run. Restart. Ja, macht. Ihr könnt auch noch. Beide einen Run. Okay, letzter Versuch. Oh, nee. Nee, der wird's nicht. Nee, egal, machen wir zu Ende. Machen wir zu Ende, ja. Nee, bei Luigi ist vorbei. Wir können oben gucken. Ah. Gerade auf die 29 gesprungen. Da nochmal gut. Oh, auch eine 25, das wird sogar eine gute 25. Wir haben bei Team Mario eine gute 25. 3,62 gilt es zu schlagen und es ist eine
366! Oh nein! Um 4000stel! Alter, aber. 25362 gegen 25366. Ihr beide. GG! Was für ein Wettbewerb, Leute. Wow. Respekt! Halleluja! Ich hab mich immer gefragt, warum bei Mario Maker 3 Kommastellen sind. Tausendstel braucht man doch nie. Ich würde sagen, es ist aber Team Luigi war einfach sehr gut schneller. Viel schneller. Also das ist ja anders. Aus hoher Unterschied. In der Spielwelt sind das Welten. Respekt nochmal. Respekt. Boah, aber das war richtig cool anzugucken. Das war richtig nice. Starke Leistung. Ich habe nur zugeguckt und bin am Schwitzen. Ja. Heftig. Und dann mit dem letzten Run. Der letzte Run ist so auch so. Komm, einen mache ich noch. Mann, ich bin völlig durch den Wind. Könnt ihr jetzt übernehmen? Ja, ich befürchte, das ist das Problem, denn jetzt gehen wir wirklich ins Finale. Wie viel steht es denn? 2-2? 2-2. Beide Teams haben jeweils 2 Punkte geholt, also hart ausgeglichen. Jetzt müssen wir ran. Ja, gerne. Bei uns gibt es keinen Unentschieden, ne? Nee, da gibt es keinen Unentschieden. Eigentlich. Ja, wobei, es gibt schon Unentschieden. Du hast beim letzten Mal gewonnen. Ja, deswegen, also ich mache gar keine Sorgen. Gar keine Sorgen. Aber schön, das war richtig cool. Das war ein guter Modus, glaube ich. So. Das war nice. Dann wechseln wir rüber auf die Couchen und ihr seht den Bumper vom Finale. So. Ihr dürft euch aussuchen, wer. Welchen wir nehmen? Ja, wie was? Nein, wer von euch rüber an den Tisch, sonst, also zu sechst auf der Couch, ist, glaube ich, ein bisschen eng. So. Ich glaube, wenn du jetzt Kommentar machst, weil du kennst das Spiel halt. Also Kommentar, machen wir auch Kommentar oder sitzen wir einfach da nur? Ach, ich glaube, wir chillen einfach. Ja, dann setzen wir uns einfach hin. Alter, ich bin durch. Ah, das war richtig Wahnsinn. Cool. Das war wirklich aber Respekt, cool. Respekt, Respekt, Matthias, sehr, sehr tolle Leistung. Ey, das war wirklich ganz cool. So. Ich bin. Also, Boah, das ist wirklich. Normal Difficulty. Tut weh. Genau. Wir haben jeder 3 Leben. Ja, 2 extra Leben, stimmt. Genau. Keine Skips. Nee. Keine Pause. Ja. Das ist der Modus. Iron Bros, wie es sich gehört. Ich habe ein bisschen Angst, aber es kann ja alles passieren. Das ist ja das Schöne. Wir wissen ja nicht, was kommt. Es kann natürlich auch ein Katastrophenlevel kommen. Wer weiterkommt. Schauen wir mal. Okay, ich bin bereit. Gut, dann 3, 2, 1, let's go. Gut. Finale. Aber jetzt habe ich auch Bock, weil die ganzen Kuchen-Fokus habe ich auch Bock. Ja, bestimmt die Daumen. Ich werde auch nicht mit dir reden die ganze Zeit. Das kann ja. Nee, konzentriere du dich mal. Ich versuche mich zu fokussieren. Sago hat es wieder gerissen. Auch in anderen Teams. Okay. So, ich versuche nicht bei dir zu. Macht mir nur Wahnsinn. Alle Lippen und so ist ja nicht. Nee, genau. Okay, da lohnt sich schon auch mal nach Power-Ups zu suchen. Das ist schon mal gut. Da wollen wir nicht hin. Ich bin maximal verwirrt. Oh Gott. Den kriegen wir noch. Aber schau dir, das wird bestimmt gleich, dass du vertikal hoch musst. Ja. So, was machen wir denn beim? Kein so Block out of nowhere. Jesus Christ. Herzlich willkommen. Jetzt ist 1-2. Stark. Okay, 1-2. Ja, das wäre cool gewesen. 1-1. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Musik. Nee, 1-0, ich hab noch keinen. Achso, es klang so. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich hatte einen Herzinfarkt, weil ein Kaizo-Block da war, aber. Ja, wenn du das komplette Level läuft Map noch machen kannst. Ich glaube, dafür ist dieses Welten-Feature gedacht. Ach, Hammerbrüder. Hammerbrüder. Cloud Run, okay. Emotional. Klingt erstmal ganz schön. Boah, was ist das denn? Wie lang ist denn dieses Level? Okay, ich habe hier schon was Schlimmes. Mario Brothers 1. Das gefällt mir. Mit den beiden Leben weg. Kannst du zwischen so 5 und 6 Minuten kommen. Okay, krass. Haben Sie und ich mal nach lang probiert hier. Macht tatsächlich Spaß. Was ist jetzt endlich? Das muss ich mir mal angucken. Ja, solange der Sternenfuchs von Gregor nicht kommt. Okay, das ist Katastrophe. Zweites Leben weg. Es kann sehr schnell gehen. Dafür haben wir 2 Stunden gearbeitet. Ja. Aber was ist das hier? Was ist das hier? Haben wir es geschafft? Ja, ganz ruhig. Jetzt habe ich es endlich. Gottes Willen. Nice. Jetzt ist 1-1. Sehr gut. Hä? Ja. Oh, fuck. Wow. Jetzt muss ich nur noch das zweite Level schaffen. Es ist vorbei. Ach, stimmt. Ich habe jetzt erst ein Level. Ja, also. Okay. Ja, aber das war doch jetzt hier schon wieder eine Katastrophe. Ich will es jetzt nochmal machen. Team Mario, ob sie alles für nichts. Ich habe die Regeln nicht verstanden. Warum spielen wir weiter? Er muss das zweite, ich muss das zweite Level noch machen. Geschafft. Ich habe erst 1 geschafft. Ah, okay. Deswegen, wenn ich jetzt auch sterbe, dann ist unentschieden. Ach ja, also nicht nur den Druck genau, jetzt natürlich. Mit wie viel Leben du geschafft im Level hast. Ja, Daumen drücken. Scheiße. Gott, wie holdig ist. Okay, schon mal Power-Up ist schon mal ein gutes Zeichen. Power-Up ist schon mal ein gutes Zeichen. Kann man nichts für.
So ist aber es. Aber erstmal muss er verkackt jetzt noch. Dann musst du, Denzen, jetzt warten, ob Matthias verliert oder er muss nicht. Jetzt das zweite Level ja zumindest schaffen. Aber das sieht nach einem simplen Level aus. Bossfight heißt es. Ja. Okay. Ah. Hast du noch eine Bonbon? Ah, okay. Okay, kann schon mal nicht viel passieren, das ist schon mal gut. Es ist gut, dass jetzt auch komplett still ist plötzlich. Mhm. Man merkt die Anspannung. Stimmung heißt das. Ah. Stimmung! Checkpoint auch noch. Sehr gut. Na, okay. Ja, wir sind jetzt alle Bossfights da. Aus der ganzen Welt. Das kann sein. Du schaffst das. Sehr gut. Stark. Double kill. Da ist es. Wetten? Nein. Boika. Ei, ei, ei. Gut. Wie viele sind denn hier noch? Na, da. Was? Sehr gut. Immer noch nicht. Ah, oh, der ist auch. Jetzt muss ich den aber nicht mit Miauser. Als Cat. Der muss doch irgendwo ein Powerblock sein. Miauser. Miauser, ja. Baublock? Bauwauwauser. Ja. Ich wollte schon sagen, also mit dem Katze Miauser wäre ja wohl. Junge, komm hier rauf. Es kann sich nur um Stunden handeln. Miauser ist nervig. Dachte, ihr macht hier kein Let's Play. Ja. Ja. Ich finde es auch gerade ganz entspannt, mal. Echt? Ja, gib. Ich brauche ein neues Power, aber. Kann man nicht zu stehen. Und ich muss sagen, Matthias ist bestimmt angespannt. Mhm. Wie ist so dein Anspannungslevel? Ich so sagen, glaube ich schon, okay, dass das auch nur Hits sind. Oh. Sehr gut. Ich glaube nicht mal, dass das Blau mehr macht als der Katzenschlag. Na, jetzt habe ich aber keinen Katzenschlag mehr. Naja. Ah, doch, macht es, okay. Ja, das war bestimmt der letzte. Oh. Ich würde das gerne mit Pulsmesser spielen. Ja. Ist das längste Level aller Zeiten. Da ist es, GG. Ja! Ah. Yes. Er hat es geschafft! Team Mario! Ah. Team Mario! Ja, Team nice, Mario. Sehr gut, sehr nice, sehr gut. Ja, ich bin auch dabei beim Wilson. Ich bin auch dabei. Ah. Matthias, sehr toll. Es ja, der Ersatztor war bei der leid, WM. Es tut mir leid. Ich habe auch eine Medaille. Ah, es war halt auch wild. Ja, ja. Das ist Level dran so ist schuld. Es. Wir haben so unser Bestes gegeben. Ja. Ihr vor allem. Gratulation. Gratulation, sehr gut. Sehr gut 2:0, das nervt mich jetzt auch. Das war doch was, du. Heieiei. Also ich bin ehrlich gesagt immer noch geschafft von der Speedrun-Challenge. Ja, ohne Scheiß, bei sowas fände ich ein Pulsmesser viel krasser als bei einem Horrorgame oder irgendwas. Ja, also gerade meine Anspannung war auch, also ich zittere Gott sei Dank noch nicht, weil ich wusste, dass ich noch zwei extra Leben habe, aber heieiei. Aber auch wieder RNG war Team Mario Hold. Ja, also, das muss man heute echt sagen. Ich meine, wir hatten ja auch in der, wann war das, zweite Runde, erste Runde oder so, diese ganzen Level, die dann wirklich uns viele Leben gegeben haben. Nee, dritte Runde war das, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ja. Es wäre wohl sinnvoll für euch, dann bei einer neuen Challenge mal wirklich harte Level, wo ihr auch die gleichen machen müsst. Ne? Ich glaube, das ist dann ein bisschen vergleichbarer als auf RNG dann zu setzen im Finale. Nö, ich finde das okay so eigentlich. Ich hatte wirklich ein fieses. Also wirklich, da waren alle drei Leben sofort weg. Halb rüber gesehen, aber das ist halt... Wenn du sowas bekommst. Aber so ist es. Aber deswegen hatten wir beim letzten Mal die Skips durch die gesparten Joker, weil da ist dann so ein Skip wieder sehr viel wert. Das stimmt. Na, aber das ist, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder ins Forum, ob wir die Skip-Joker-Regel wieder einführen sollten oder generell. Und dann können wir mal schauen, ob wir das Ganze nochmal machen. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht auch wieder. Ja, ich fand es auch mega. Auf jeden Fall. Und Mario Maker Content läuft ja auch immer gut insofern. Und den können wir machen wegen dem Supporters Club, genau. Vielen Dank dafür, dass ihr alle da seid. Kommt da gerne mal, schaut doch mal gerne vorbei. Lasst ein Like da, im Zweifel. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal. Ansonsten läuft der Fight Month auf Rocket Beans auch weiter. Morgen mit dem Pokémon alles mögliche Fights. Sam hat sich jetzt schon eingestimmt. Die ist richtig heiß. Knallt morgen alle weg. Glaube ich. Ich will es hoffen. Besser als heute?
muss es laufen. Nimm die Luigi-Mütze mit und channel einfach das Team. Im Chat haben die ganze Zeit Leute gesagt, das hier ist ein weißes Gengar. Das finde ich auch sehr süß. Das, das werde ich als Glücksbärchen mitnehmen. Die Spirit Animal. Ja. Sehr gut. Also, morgen einschalten und in diesem Sinne, schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss.